Nachgefragt. Heute natürlich mit dem Thema Bundestagswahl 2021. Wofür stehen die Parteien, wenn es um das Thema Handwerk geht? Herzlich willkommen, liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen. Wir begrüßen Sie recht herzlich, aber auch die Freunde des Handwerks aus unserem NewMe, dem Veranstaltungszentrum des Handwerks. Wir wollen heute
die 6 im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien befragen und mit ihnen in den Dialog treten, zu Themen, die die Menschen im Wirtschaftsbereich Handwerk interessieren. Wir wollen wissen, wofür die Kandidaten und Parteien stehen. 4 Kandidaten und 2 Vertreter von Parteien sind heute hier anwesend. Ja, und wir freuen uns, dass wir viele Handwerker auch vertreten dürfen. Das sind im ostsächsischen Handwerk ungefähr 130.000 Menschen, die dort arbeiten, in rund 22.300 Betrieben. In ganz Sachsen sprechen wir sogar über 320.000 Beschäftigte im Handwerk. Und ein ganz kleiner Teil ist heute auch hier zu Gast. Wir begrüßen unsere Gäste vor Ort, Unternehmer und Ehrenamtsträger aus dem Handwerk. Mancher Zuschauer wird sich fragen, warum kümmert ihr euch eigentlich um die Bundestagswahl? Handwerk ist doch regional aufgestellt. Nun, das Handwerk ist bundesrechtlich geregelt. Die Handwerksordnung mit dem Meisterbrief als Flaggschiff in Sachen Qualifikation ist ein Bundesgesetz und vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Die Berufsausbildung ist ein Bundesgesetz. Berufsabschlüsse sind bundesweit einheitlich. Steuern und Abgaben sind bundesrechtlich geregelt. Viele Themen in der Pandemie wurden auf Bundesebene beraten und verhandelt, allerdings recht selten im Parlament. Arbeitsrecht, Sozialrecht, Umweltrecht, Außenpolitik und Schnittstellen zur Europäischen Union, Zuwanderungsrecht. Tja, all das bewegt natürlich das Handwerk in der täglichen Arbeit. Liebe Kandidaten und Vertreter der Parteien, hoffentlich haben wir Sie nicht erschreckt mit der Verantwortung, nach der Sie streben. Jetzt könnten Sie noch unauffällig den Raum verlassen, wenn Sie gern wollen, bevor wir Sie vorstellen. Hier läuft keiner weg. Wir fangen an, und zwar in alphabetischer Reihenfolge nach dem Vornamen des Kandidaten. Bei gleichen Vornamen zählt der Nachname. Tja, und wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen, dann beschweren Sie sich einfach bei Ihren Eltern. Bernhard Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen. Er kandidiert auf dem Listenplatz 2 für die Grünen in Sachsen und ist Direktkandidat im Wahlkreis Chemnitzer Umland, Erzgebirgskreis 2. Der 1966 geborene Diplom-Wasseringenieur ist seit 7 Jahren Stadtrat in Chemnitz und seit 2019 Ortschaftsrat im Ortsteil Grüna. Frank Peschel, Landtagsabgeordneter der AfD und seit 2019 wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Der 47-jährige Wirtschaftswissenschaftler aus Bautzen ist Inhaber eines Verlages. Albrecht Pallas, seit 2014 Landtagsabgeordneter der SPD. Der Kriminalbeamte wurde 1980 in Dresden geboren. Seit 2016 ist er im Vorstand der SPD Dresden. Er ist heute spontan für Katrin Michel, die für die sächsische SPD auf Listenplatz 2 steht, eingesprungen. Sie musste krankheitsbedingt leider absagen. Gute Besserung von dieser Stelle. Markus Pohle, der 29-Jährige aus Leipzig, ist Direktkandidat der Partei Die Linke im Wahlkreis Meißen. Herr Pohle ist von Beruf Koch, studierte aber auch in Leipzig und Neu-Delhi Geschichte und Europastudien. Seit seiner Jugendzeit engagiert er sich politisch. Dr. Markus Reichel, Kreisvorsitzender der CDU Dresden. Er tritt als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Dresden 1 an und ist Geschäftsführer der Triberis, ein Unternehmen für Internationalisierung. Bis Juli war der 53-jährige Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Vorsitzender des Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Sachsen und ist nun deren Ehrenvorsitzender. Seit 2015 leitet er den Fachausschuss Wirtschaft und Innovation der CDU. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Thorsten Herbst. Wie 2017 ist er der Spitzenkandidat der sächsischen Freidemokraten bei der Bundestagswahl. Er hat unter vielen Terminen als Spitzenkandidat den Termin beim Handwerk gewählt. Im Wahlkreis Dresden 1 tritt der 48-jährige Diplomkaufmann als Direktkandidat an. Der Dresdner war 10 Jahre parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Sächsischen Landtag und ist heute Schatzmeister des Landesverbandes und Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich den Fragen stellen. Und natürlich auch den Fragen der Zuschauer. Sie haben die Möglichkeit, bis ca. 18.45 Uhr Ihre Fragen im Chat zu stellen. Bevor wir in die Fragen einsteigen, wollen wir nochmal zeigen, wie die Parteien im aktuellen Bundestag mit für das Handwerk relevanten Themen umgegangen sind und wie das Abstimmverhalten war. Wir starten mit der Mindestausbildungsvergütung.
Das Handwerk hatte gefordert, dieses Thema den Tarifpartnern zu überlassen und es nicht staatlich zu regeln. Gefordert wurde auch, regionale und branchenmäßig Unterschiede zu ermöglichen. Beschlossen wurde das komplette Gegenteil. Staatliche Festsetzung der Mindestausbildungsvergütung für alle Branchen und Regionen in gleicher Höhe. Glücksgefühle hat dieser Beschluss beim selbstständigen Handwerk nicht hervorgerufen. Mit der Änderung der Handwerksordnung im Jahr 2004 wurde der geregelte Zugang zum Handwerk über eine Meisterpflicht für eine Reihe von Handwerken abgeschafft. Eine Katastrophe für die betroffenen Branchen. Die Innungen, Verbände, Kreishandwerkerschaften und Handwerkskammern forderten die Rückführung zumindest für die Gewerbe, die das wollten. Im Jahr 2020 war es soweit. Mit der Änderung der Handwerksordnung konnten 12 Handwerke wieder unter das Dach des geregelten Zugangs mit dem Meisterbrief zurückkehren. Sie sehen hier das Stimmverhalten. Für das Handwerk war dieser Beschluss eine Herzensangelegenheit. Und wir haben das Lieferkettengesetz, das in diesem Jahr beschlossen wurde. Das Handwerk steht für gute Arbeitsbedingungen auch in den Lieferketten. Das Handwerk ist aber gegen Bürokratie und das Ablegen rechtlicher Formalismen bei den Betrieben. Wie sollen wir Umweltschäden ungeprüft mit einer Unterschrift bestätigen, unseren Kopf dafür hinhalten? Genau das passiert durch das Lieferkettengesetz. Ein gutes Ziel wurde schlecht umgesetzt. Das müssen sich die Parteien und Abgeordneten, die zugestimmt haben, sagen lassen. Jetzt, sehr geehrte Kandidaten und Parteienvertreter, kommen Sie dran. Wir starten mit einer schnellen Fragerunde. Sie haben 30 Sekunden Zeit für die Antwort. Ja, ich bin der, der die Frage stellt. Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Partei in Bezug auf die Themen des Handwerks in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode ein? Wir beginnen bei Bernhard Herrmann und gehen dann im Uhrzeigersinn weiter in eine Runde. Ihre Zeit läuft. Als Teil der Opposition auf Bundesebene, aber auch als Teil der Regierung in Sachsen, haben wir mitgewirkt, dass den Kommunen die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle erstattet wurden und damit auch Investitionen weiter der Kommunen möglich waren, dass dem Handwerk die nötige Arbeit zur Verfügung stand. Wir stehen als Grüne gerade im Gebäude, aber im Gebäudeenergiebereich für Innovation und schaffen damit viele interessante neue Tätigkeitsfelder. Wir freuen uns, im stärkeren Kontakt mittlerweile mit dem Handwerk zu stehen. Ich selbst bei mir als Teil der Grünen in meiner Ortschaft Grünau mit einer ganz vielfältigen Handwerksstruktur im Ortschaftsrat. Vielen Dank. Also ich glaube, die AfD hat sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben viele Abgeordnete, die Handwerker oder Selbstständige sind, die kennen die Probleme aus dem FF. Das sieht man auch an der Qualität und an der Quantität der Anträge. Wir haben auf Landesebene 14 Anträge eingereicht, auf Bundesebene 28 Anträge, was das Handwerk angeht. Leider wurden alle abgelehnt, aber es kann ja nur besser werden. Herr Ballas. Jetzt bin ich dran. Vielen Dank. Für die SPD waren zwei Themen im Rahmen der letzten Bundestagslegislatur zentral. Zum einen die Rückkehr zur Meisterpflicht bei den unterschiedlichen Handwerksberufen wie den Fliesenlegern, Raumausstattern, Orgelbauern und anderen. Die Meisterpflicht sichert Qualität, sichert auch Perspektive und Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen im Handwerk. Darum haben wir das sehr gerne unterstützt. Und wir sehen durchaus positiv auf die Mindestauszubildendenvergütung, weil zur Fachkräftesicherung immer mehr die Frage auch von Bezahlung auch und gerade in Ostdeutschland eine Rolle spielt. Und ich denke, diese Fragen stellt sich das Handwerk längst. Insofern glaube ich, dass die Auswirkungen, anders als beschrieben, nicht so schlimm sein werden. Danke. Meine Partei hat sich in Bund und Land, jeweils in Opposition, dafür eingesetzt, dass es unbürokratische und gut ausreichende Corona-Hilfen für die von der Pandemie betroffenen Unternehmen, kleine und mittlere Handwerkerinnen und Handwerker gegeben hat. Und das ist ein guter Beitrag zum Fortgang der, um Himmels Willen, ein guter Beitrag dazu gewesen, dass auch das Handwerk von uns politisch repräsentiert wurde. Vielen Dank. Man darf sich bei uns auch versprechen. Herr Reichel. Ja, also als Mittelständler sage ich natürlich
Mehr geht immer, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir den Meisterbonus in Sachsen haben. Das ist wichtig. Ich finde es gut, dass wir die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einigen Bereichen tatsächlich realisiert haben. Und ich finde es auch wichtig, dass der Koalitionsvertrag hier in Sachsen sehr, sehr konkrete Maßnahmen zur Bürokratieentlastung benennt. Die müssen jetzt umgesetzt werden. Und Herr Herbst. Ja, Sie haben das Abstimmungsverhalten der Freien Demokraten ja gerade eingeblendet. Ich glaube, das ist sehr handwerkerfreundlich bei der FDP, weil wir wissen, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften steht. Und deshalb wollen wir, dass der Staat Handwerkerinnen und Handwerker auf Augenhöhe behandelt, ihn vertraut und ihn nicht misstraut. Was wir erleben, ist viel Misstrauen, nicht zuletzt mit dem Lieferkettengesetz, Kassenbonpflicht und vielen anderen Dingen, die beschlossen wurden. Wir wollen die Handwerkerinnen und Handwerker bei Steuern und Bürokratie entlasten. Nur wenn die Wirtschaft wieder besser läuft, geht es uns insgesamt als Staat auch besser. Tja, vielen Dank an Sie, dass Sie in dem engen Zeitkorsett in eine erste Runde mit uns eingestiegen sind. Und wir wollen natürlich nach dem Warmlaufen hier gleich weiterkommen. Kommen wir direkt zum großen Reizthema des Handwerks, die Bürokratie. Bürokratieabbau wird immer wieder als Knackpunkt angesprochen. Am Ende einer jeden Legislatur wird meist wieder ein Packen draufgelegt sein von Vorschriften. Die Sicht und die Gefühle unserer Betriebe bei diesem Thema fasst der Kreishandwerksmeister des Landkreises Meißen, Peter Liebe, zusammen. Seit Jahren wird uns versprochen, wir entlasten euch von der überbordenden Bürokratie. Vor allem vor Wahlen ist das ein gern gewählter Slogan. Sogar ein Bürokratieentlastungsgesetz wurde auf den Weg gebracht. Herausgekommen ist eher das Gegenteil. Unzählige neue Verordnungen zur Dokumentationspflicht für Mindestlohn, für Minijobber, für Corona-Maßnahmen, aber auch für Bauabfälle sowie die neue Datenschutzgrundverordnung belasten unsere Betriebe über alle Maßen. Dringend benötigter Nachwuchs, also Unternehmensnachfolger, werfen das Handtuch oder kapitulieren vor dieser Bürokratieflut. Bitte lassen Sie uns arbeiten, in meinem Falle backen, statt nur verwalten. Zurück in der Runde. Die Frage, ist Bürokratieabbau Teil Ihres Wahlprogramms? Was sind Ihre Ziele beim Thema Bürokratieabbau? Sie haben jeweils eine Minute, die Antworten wieder im Uhrzeigersinn und natürlich beginnen wir diesmal bei Herrn Peschel. Also die AfD steht für Bürokratieabbau und man muss sagen, wenn Deutschland wettbewerbsfähig bleiben will und muss, dann müssen wir Bürokratiehemmnisse sofort in die Wege leiten. Unsere Unternehmen brauchen, ich sage es mal ganz salopp, wieder mehr Luft zum Atmen. Ich möchte mal eine Zahl in den Raum werfen. 2018 betrugen die Bürokratiekosten der Wirtschaft alleine 50 Milliarden Euro. Und eine kleine Chance oder eine große Chance sehen wir in der Digitalisierung der Verwaltung, dass da schlanke und effektive Strukturen aufgebaut werden können. Es wird immer gefragt, was hat denn die AfD ganz konkret geleistet? Ganz konkret haben wir die Kassenbonpflicht, die Beendigung der Kassenbonpflicht gefordert. Wir haben die Abschaffung der Vorfälligkeit bei Sozialversicherungsbeiträgen gefordert und demnächst auch bringen wir eine Novellierung der Ladenöffnungszeiten ein. Man muss sich ehrlich machen, es wird nicht und nie ohne Bürokratie gehen. Aber was wir feststellen ist, dass wir in einigen Lebenszusammenhängen in Deutschland unter einem Bürokratismus leiden, also einer Vielzahl von Regeln, die auch das Handwerk sozusagen beachten muss und wo unglaublich viel Arbeitszeit dafür drauf geht. Es ist eine Daueraufgabe, nicht nur im Bund, es betrifft Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen, daran zu arbeiten. Ich blicke durchaus positiv auf das Bürokratieentlastungsgesetz, allerdings legt es auch offen, welch weiten Weg wir bei der Digitalisierung in Deutschland noch vor uns haben, denn das ist ja der Kern eigentlich, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um dadurch Prozesse zwischen Unternehmen und der Verwaltung zu vereinfachen, papierlos zu machen. Und da haben wir noch ein Stück des Weges vor uns. Auch in Sachsen ist das ein Thema. Beispielsweise suchen oder beschreiten wir bereits Wege, um die Vielzahl an Förderprogrammen, die es in Sachsen gibt, zu reduzieren, einfacher zu machen oder aber ganz konkrete Projekte einzugehen, wie die digitale Bauverwaltung. Das gehen wir jetzt konkret an und davon hat auch das Handwerk in Sachsen etwas. Wir stehen vor großen gesellschaftlichen Aufgaben in den nächsten Jahren mit dem Klimawandel, mit vielen Investitionen, die in diese Richtung gehen werden. Und das muss für die kleinen Unternehmer und die mittleren Unternehmen
Wir brauchen transparente Vergabeverfahren. Wir müssen zusehen, dass die Digitalisierung vorankommt. Wir haben vor allen Dingen nach einer Studie der Telekom in den industrienahen Handwerksbetrieben gute Digitalisierungsraten. Vor allem im Baugewerbe ist das noch nicht der Fall. Da muss nachgeholfen werden. Also für mich ist dieses Thema ein absolutes Herzensthema, muss ich sagen. Und deswegen ist es gut, dass die CDU auch ein Modernisierungsjahrzehnt vorhat. Konkrete Maßnahmen dazu, Entrümpelung bei den Betriebsbeauftragten, dann Praxischeck für Gesetze vor ihrer Verabschiedung, Zusammenführung von Meldepflichten, vielleicht auch durch Freiwillige, Portalbeteiligung und dann Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Bau. Also da lässt sich eine Menge machen. Mehr Ist- statt Sollbesteuerung. Also wir müssen hier konkret werden. Wir brauchen da wirklich eine Revolution unserer Verwaltung. Ja, Bürokratie fällt ja nicht vom Himmel, sondern sie ist in der Regel Ausdruck des staatlichen Misstrauens gegenüber Bürgerinnen und Bürgern und aber auch eben über Unternehmern. Und die leiden am Ende darunter. In diesen 4 Jahren ist nichts groß an Bürokratie abgeschafft worden, sondern sind Bürokratielasten hinzugekommen, unter denen vor allem die kleinen Unternehmen leiden, die Handwerksunternehmen, wo der Inhaber oft noch selbst viele Arbeiten erledigen muss. Und ich sage nur, Thema Entlastung, Sozialversicherungsbeiträge hätte man längst machen können. Vor der Corona-Krise waren die Sozialkassen gefüllt. Es wäre nur eine Liquiditätsverschiebung auf staatlicher Seite gewesen, hätte aber allein in Sachsen über 20 Millionen Euro an Bürokratiekosten gespart, bundesweit ein Vielfaches davon. Ich denke an das Thema Kassenbonpflicht. Die großen Steuerbetrügereien finden noch nicht beim Bäcker um die Ecke statt, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Cum-Ex-Geschäfte, wo der jetzige Finanzminister und Kanzlerkandidat auch eine Mitverantwortung dran hat, dass sowas stattfindet. Und ich glaube, wir müssen bei der Digitalisierung wirklich Gas geben. Da ist auch 4 Jahre so gut wie nichts passiert, dass die gleichen Daten bei unterschiedlichen Behörden immer wieder neu eingegeben werden müssen, zum Teil händisch, zum Teil per Post verschickt. Das ist ein digitales Entwicklungsland. Das entspricht nicht der 4. größten Wirtschaftsnation der Welt. Selbst Wasserbauingenieur, der ich plane und auch für Kommunen Aufträge mit, Auftragsvergaben mit begleite, weiß ich, was dieses Ausschreibungsrecht im öffentlichen Bereich für ein Bürokratiemonster ist. Das gehört für meine Begriffe komplett neu aufgesetzt. Dazu hat die bisherige Regierung, der GroKo, viele, viele Jahre Zeit gehabt, das zu entrümpeln, das effizienter zu machen. Das halte ich für eine Katastrophe. Förderprogramme werden vom Freistaat Sachsen an die Kommunen immer stoßweise rausgegeben. Alle Kitas, alle Schulen, das lässt keine Kontinuität zu. Das demotiviert teilweise Verwaltungen, die in den Städten im Prinzip ja, mal zu wenig zu tun haben, mal zu viel zu tun haben, je nach Sparte. Eine Katastrophe war gewesen die Absenkung auf 16% Umsatzsteuer in dieser kurzen Zeit. Die hat der großen Industrie geholfen und dem Handwerk viel, viel Bürokratie beschert. Ich glaube, wir brauchen den Basisbezug. Den habe ich, indem ich im Stadtrat tätig bin, im Ortschaftsrat tätig bin und nahen Handwerkern dran bin. Ich könnte noch fortsetzen, aber ich glaube, die Zeit ist rum. Ja, vielen Dank. Das war ein nettes Warm-up. Jetzt werden wir konkret. Welche 3 konkreten Maßnahmen packen Sie persönlich oder Ihre Partei im Bundestag an in der nächsten Legislaturperiode, um tatsächlich Bürokratie abzubauen? Sie haben wieder je 1 Minute. Wir antworten bitte wieder im Uhrzeigersinn und beginnen damit bei Albrecht Pallas. Ganz herzlichen Dank. Ich hatte bereits angedeutet, dass das eine Daueraufgabe für alle Ebenen ist. Im Bundestag wird man darauf achten müssen, werden wir darauf achten müssen, bei den großen Aufgaben, die vor uns sind, wenn es um das große Ziel geht, den Umbau der Wirtschaft, der Gesellschaft hin zu klimaneutralem Arbeiten, Wirtschaften und Leben, viele Gesetze auf den Weg gebracht werden müssen, die auch mit Regeln zu tun haben werden. Dabei müssen alle miteinander arbeiten und wir müssen sehr darauf achten, dass eben es nicht zu zusätzlichem Bürokratismus führt. Das muss eigentlich ein Prüfschema sein bei jedem Gesetz, bei jedem Vorgang, der im Parlament stattfindet, der auch in der Bundesregierung, in der nächsten Bundesregierung stattfindet. Und es wird auch nie aufhören, denn jede neue Regel erfordert sozusagen auch einen neuen Umgang damit seitens der Verwaltung, seitens der Unternehmen, seitens der Menschen. Und deswegen bin ich nicht in der Lage, Ihnen jetzt ganz konkret die Gesetze zu nennen, die es im Bundestag dort zu regeln gilt. Aber der Pfad des Bürokratieentlastungsgesetzes, der Pfad, den wir auch hier im Freistaat Sachsen
gehen, den müssen wir so konsequent und gemeinschaftlich mit allen Partnerinnen und Partnern weitergehen. Also ich würde jetzt hier nochmal kurz reingrätschen. Ich denke, 3 Bier oder 3 Gesetzesvorschläge. Ich würde es nochmal einfach auf die 3 runterfassen, dass wir einfach auch konkret bleiben. Alles klar, würde ich einfach weitergeben in der Runde. Ich würde nochmal meine Frage damit erneuern. Welche 3 Dinge würden Sie gerne in der nächsten Legislatur abschaffen wollen an Bürokratie? Ich kann Ihnen gerade auch keine 3 konkreten Projekte nennen. Ich würde Ihnen dazu sagen, dass ich mich im Palast in der Richtung anschließe, dass wir in den großen Aufgaben, die auf uns zukommen, mit Planungssicherheit, mit funktionierenden Märkten für die Handwerkerinnen und Handwerker ein gutes Spielfeld aufstellen, um das wichtige Rückgrat für unsere Wirtschaft weiterhin zu sein, dass es sind. Gut, also ich mache das gerne konkret. Das erste ist, wir brauchen ein Portal, in dem man einmal die Daten gegenüber dem Staat eingibt, die der Staat von einem wissen will. Es ist unsinnig, dass man das an mehreren Stellen tut. Wenn der Datenschutz ein Problem ist, ich bin mir sicher, viele, ich würde das als Unternehmer jederzeit freiwillig bestätigen, nutzt das einmal, dann habt ihr das. Punkt 1. Mehr ist statt Sollbesteuerung, das geht sofort, und Einführung einer vereinfachten Bundesbauordnung oder zumindest einer Vereinheitlichung, denn wir müssen hier mit den Regularien runter. Ja, für die FDP ist klar, dass die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge gestrichen werden soll. Wir würden auch die Kassenbonpflicht abschaffen. Wir würden die Ist-Besteuerung erhöhen. Und ich glaube auch, dass wir daran arbeiten sollten, dass wir wirklich eine richtige Digitalisierung haben. Da war jetzt 4 Jahre Zeit, 4 Jahre ist nichts passiert, obwohl die Zuständigkeit im Kanzleramt angesiedelt war. Ich glaube, wir brauchen ein wirkliches Bundesministerium für digitale Transformation, um das voranzubringen. Und wir brauchen ein schlankes Vergaberecht, so wie wir das damals unter Schwarz-Gelb in Sachsen gemacht haben, und nicht ein Vergaberecht, was um vergabefremde Kriterien erweitert wird. Niedriglohnland. Ja, also einiges ist gesagt worden, was ich auch unterstreichen würde. Ich möchte 3 Sachen ergänzen, und zwar Planungssicherheit für Klimaschutztechnologien. Wir dürfen nicht wieder erleben, dass ganze Branchen, die im Handwerksbereich erneuerbare Energien installierten, wieder komplett dann vom Nullpunkt stehen. Das muss Verlässlichkeit kriegen. Ich bin dort optimistisch, weil wir hier wieder neu einsteigen in die neue Solarindustrie, gerade in Sachsen und in Ostthüringen. Mehr kommunale Autonomie bei der Einsetzung der Investitionsmittel hatte ich schon erwähnt gehabt, damit weniger am Fördertropf, insbesondere in Sachsen, des Freistaates zu hängen. Und ich betone es nochmal, das öffentliche Vergaberecht gehört auf den Prüfstand und gehört entschlackt. Und dabei geht es nicht unbedingt immer um einzelne Inhalte, sondern die reinen Formalien, die ja schon viel, viel durch Rechtsprechung in Frage gestellt sind, ausdiskutiert sind, die haben zu so einem Wirrwarr geführt, der es unendlich kompliziert macht. Das gehört neu aufgesetzt. Ja, Herr Peschel. Ja. Auch wenn bisher die Anträge der AfD immer abgelehnt wurden, bin ich sicher, dass die Kollegen im Bundestag dafür kämpfen werden, die Kassenbonpflicht abzuschaffen, als auch die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Ja, sehr geehrte Parteivertreter hier in der Runde, sehr geehrte Zuschauer, jetzt können wir erst mal ganz kurz durchatmen. Die erste Runde ist geschafft, der erste Themenkomplex, und wir kommen aber jetzt direkt zum nächsten. Ja, und Sie sehen hier einen Handwerksmeister und Präsidenten sitzen, der vom Skript abweicht, weil wir ihnen natürlich auch was mitgeben müssen. Vergaberecht wurde gerade gesagt, es soll entschlackt werden. Wir erleben gerade das Gegenteil. Es wird laut gerufen nach den vergabefremden Bedingungen, die dazukommen sollen. Ökologische Kriterien, soziale Kriterien, Entlohnungskriterien, alles Dinge, die das Handwerk, und das möchte ich Ihnen mitgeben, die diese unterstützt. Jetzt würden Sie sagen, na, das ist doch aber schön. Wir wissen aber, dass sie nicht durchführbar sind. Wir verlangen durchführbare Dinge, und die sind nicht durchführbar. Es wird weniger Anbieter geben, und deswegen auch das Thema Digitalisierung wurde angesprochen. Wenn Sie einen bürokratischen Prozess haben und Sie digitalisieren ihn, dann haben Sie ihn immer noch an der Backe. Genehmigungsverfahren dauern immer länger. Die Sanierungsquote von Gebäuden soll verdoppelt werden, von 1% auf 2%. Wir schaffen das 1% momentan nicht in Deutschland. Wo sollen diese 100% herkommen? Also Sie werden sich verdammt stark machen müssen, um nur einen Teil von dem zu erreichen. Aber jetzt sind wir wieder im Skript drin, Dr. Brzezinski. Steuern und Abgaben. Niemand zahlt sie gern. Sie sind aber notwendig. Wir wissen das als Handwerkerinnen und Handwerker. Das sagt aber ja nichts über die Höhe und die Ausgestaltung aus. Steuern haben 2 Funktionen. Eine Finanzierungskomponente für den Staat und unser Gemeinwesen. Sie haben aber auch eine Lenkungsfunktion. Also wen besteuert man wofür? Und
In welcher Höhe? Sozialabgaben finanzieren unsere Sozialsysteme. Wir haben ein hohes Maß an Absicherung, aber natürlich dadurch auch einen hohen Kostendruck. Der Bautzner Kreishandwerksmeister Frank Scholze fasst die Sichtweise des Handwerks zunächst zusammen. Wir brauchen in Deutschland eine neue Steuerreform. Es kann nicht sein, dass Großkonzerne wie Google und Amazon fast keine Steuern in Deutschland bezahlen und Handwerksbetriebe die Zahlen Spitzensteuersätze. Weiterhin müssen die Vorfälligkeiten der SV-Beiträge zurückgenommen werden. Das heißt, wir berechnen zweimal den Lohn. Wir zahlen vor dem Monat die SV-Beiträge und wir berechnen die dann zweites Mal. Das muss zurückgeschraubt werden, das war nur temporär gedacht, das war versprochen, das muss zurückgenommen werden. Außerdem steigt damit die Liquidität unserer Handwerksbetriebe um einen ganzen Monat. Das ist gut für alle Betriebe in Deutschland. Weiterhin wichtig ist es, die Nebenkosten zu senken unserer Arbeitsleistung. Im Handwerk sind die Arbeitsleistungen sehr intensiv an einem Produkt, mehr als in der Industrie. Das heißt, unser Vorschlag ist dazu Bildung einer Rentenkasse, wo alle einzahlen, auch die, die bis jetzt nicht einzahlen. Damit werden die Lohnnebenkosten gesenkt und das ist gut fürs Handwerk und für alle, die Produkte beim Handwerk bestellen. Deutliche Worte unseres Kreishandwerksmeisters aus dem Landkreis Bautzen. Und Sie ahnen jetzt schon die Frage, die auf Sie zukommt. Was werden Sie und Ihre Partei im Steuersystem ändern? Was sind Ihre Prämissen? Sie haben wiederum jeweils eine Minute Zeit. Wir verbleiben im Uhrzeigersinn und Markus Pohle beginnt. Meine Partei setzt sich für eine Reform der Einkommenssteuer, die für die in den Personalgesellschaften arbeitenden Handwerkerinnen und Handwerker eine relevante Abgabe ist ein. Da muss Veränderung rein. Wir brauchen Erleichterungen für kleine und mittlere Einkommen. Das bedeutet für uns, jeder, der unter 6.500 brutto verdient, wird in der Einkommenssteuer besser gestellt. Das ist auf der einen Seite gut für die Menschen, die es verdienen, aber auch für die Handwerkerinnen und Handwerker in den Orten, wo das Geld wieder ausgegeben wird. Denn wenn das Geld nicht auf den Cayman Islands landet, dann ist es gut für die Binnennachfrage. Und was gut für die Binnennachfrage ist, ist gut fürs Handwerk. In der Körperschaftssteuer sprechen wir uns hingegen für eine Erhöhung um 10% auf ungefähr 25% aus. Vielen Dank, Dr. Markus Reiche. Ja, also wir stehen dafür, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge erstmal bei 40% kappen. Wir dürfen das nicht zulassen, dass die Beiträge darüber hinaus wachsen. Dann ist es natürlich so, dass wir international nicht konkurrenzfähige Steuersätze für Unternehmen haben. Und wir müssen die runterführen auf 25%. Da stimme ich auch bei den Grünen überhaupt nicht überein. Wir müssen den Soli jetzt nun wirklich habe ich verstanden. Genau. Also wir müssen den Soli nach unten nehmen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir wollen natürlich die Steuern für kleine und mittlere Einkommen auch nach unten nehmen. Mein Vorschlag ist, dass wir die Einnahmen aus dem Emissionszertifikatehandel nutzen, um hier eine kräftige Entlastung zu bringen und nicht andere Verteilungsmechanismen hier zu schaffen. Das mal als konkrete Maßnahmen. Herr Dorsten-Herbst. Ja, für uns gilt das Credo, Leistung muss sich lohnen. Gerade jetzt, um aus der Krise herauszukommen, brauchen wir eine deutliche steuerliche Entlastung. Wir haben deshalb das ambitionierteste Steuerentlastungsprogramm aller Parteien, was bei kleinen Einkommen ansetzt. Aber auch bedeutet, dass beispielsweise der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro überhaupt anfällt. Wir stellen uns ganz klar gegen jede Steuererhöhungspläne. Zum Teil gibt es ja Vorstellungen, durch Vermögenssteuern eine Substanzbesteuerung einzuführen, wo Unternehmen selbst dann Steuern zahlen müssen, wenn sie Verluste machen. Das ist für uns völlig utopisch. Wir müssen dafür sorgen, dass es sich lohnt zu investieren. Da sind auch gerade die Handwerksbetriebe vor großen Herausforderungen, Stichwort Digitalisierung. Wir wollen, dass in neue Arbeitsplätze, in neue Ausbildungsplätze investiert wird. Und das funktioniert nur, wenn man Unternehmerinnen und Unternehmern, Handwerkerinnen und Handwerkern mehr Geld in der Tasche lässt. Übrigens 85% aller Investitionen in Deutschland erfolgen nicht durch den Staat, sondern durch Private. Deshalb müssen wir die Privaten auch entlasten. Vielen Dank, Herr Bernhard Herrmann. Ja, die Vielzahl der Investitionen erfolgt auch durch die Breite der Menschen in unserem Land. Bei den SV-Beiträgen und deren Vorfälligkeit bin ich voll auf der Seite des Kreishandwerkermeisters. Da sehe ich keinen sachlichen Grund und das sage ich selber aus der Position eines selbstständigen Unternehmers, der ich seit 1997 bin, im planerischen Bereich, im Bereich der Bauleitung und Baubetreuung. Dort trifft uns dies ganz genauso. Mit bis zu 10 Angestellten hatte ich dort auch meine entsprechenden Erfahrungen damit. Wir können das machen, indem wir wirklich in eine solidarische Bürgerversicherung, die Krankenversicherung, überführen, wo ähnlich und genauso das möchte ich auch bestätigen, was er sagte,
wie in der Rentenkasse viel, viel mehr einzahlen sollen. Im Übrigen auch Abgeordnete und Beamte. Zum Thema Steuern möchte ich darauf hinweisen, dass das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung die Steuerprogramme, die Wahlprogramme der Parteien untersucht hat. Und im Unterschied zur CDU, wo eben auch sehr hoch und gut verdienende und bei der AfD noch viel krasser sehr, sehr gut verdienende entlastet werden, entlasten wir wirklich die mittleren und unteren Einkommen. Und erst bei einem Einkommen von 100.000 Euro im Jahr bei der Einzelperson greift bei uns eine höhere Besteuerung. Das setzt uns aber in die Lage, insgesamt in der Kasse gegenüber dem Wahlprogramm der CDU 50 Milliarden Euro mehr in der Kasse zu haben, so die Zahlen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung einschlägig. Und das schafft uns auch Möglichkeiten zu investieren und auch zu verschlanken und Dinge besser zu organisieren in dem Land. Herr Peschel. Ja, Steuern sind ja großteils ein Bundesthema, da haben wir auf Landesebene leider wenig Einfluss. Aber das Ziel der AfD ist, dass unsere Unternehmen wieder Gewinne erwirtschaften, wenig Steuern zahlen, um natürlich dann wieder viel investieren zu können. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Deutschland ist Weltmeister bei den Abgaben und Steuern. Da sind wir ganz weit vorne. Dasselbe gilt auch bei den Energiepreisen. Da überholt uns leider niemand. Die Staatsquote liegt im Jahr 2020 bei 51%. 2007 war es noch bei 43%. Und das sind 20% innerhalb von 14 Jahren. Das ist also sehr, sehr viel. Ganz konkret fordert die AfD, wir wollen weniger Steuern, wir wollen viele Steuern abschaffen, zum Beispiel die Grundsteuer, die Energiesteuer, die Erbschaftssteuer, den Soli-Zuschlag und die Abschaffung des EEG. Die Konzentration bei der AfD liegt eher auf der Umsatz- und Einkommenssteuer und wir wollen verwaltungsaufwendige und aufkommensschwache Steuern abschaffen. Das ist auf der Landesebene zum Beispiel die Biersteuer. Herr Pallas. Ich steige mit dem Verweis auf den Einspieler von eben ein und diesen Widerspruch zwischen digital agierenden Konzernen, die kaum Steuern bezahlen und eben den kleineren oder mittleren Unternehmen, die hier ordentlich Steuern zahlen müssen. Ich bin sehr froh, dass Olaf Scholz vor einigen Wochen bei den Verhandlungen der G7-Finanzminister einen echten Durchbruch erzielen konnte, nämlich bei der Digitalsteuer, wo genau der Einstieg gelungen ist, dass in Zukunft solche Exzesse erschwert werden und immer weiter vielleicht auch irgendwann verunmöglicht werden. Das ist ein Beitrag für Steuergerechtigkeit. Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts, wo unser Land große Aufgaben schultern muss. Und Ihnen wird allen klar sein, welchen großen Investitionsbedarf wir haben, wie groß die Aufgaben für den Staat sind, die Rahmenbedingungen für Menschen, die hier leben, für die Unternehmen, die hier arbeiten und wirtschaften, zu schaffen, um diese Transformationsprozesse gut, so dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und Wohlstand gesichert wird, über die Bühne zu bringen. Wer in solchen Zeiten von Steuersenkungen spricht, der, so muss ich das sagen, macht Ihnen etwas vor. Wir haben diese Möglichkeiten nicht, auf Steuereinnahmen zu verzichten. Und schauen Sie genau hin, das kann seriös so nicht stimmen. Es wurde angesprochen vorhin, dass Steuern auch stark zur Gerechtigkeit beitragen. Die SPD will ganz konkret sehr, sehr hohe Einkommen stärker besteuern und sie will die Dynamik bei der Lohnsteuer sozusagen weiter nach hinten schieben, um dadurch eben auch Mittelstand und kleinere Einkommen zu entlasten. Und ja, wir stehen zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer und auch für eine bessere Erbschaftssteuer für extrem hohe Vermögen. Und wir werden sicherstellen mit entsprechend Freigrenzen und Freibeträgen, dass Investitionskraft von Unternehmen nicht geschmälert wird, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und nicht gefährdet werden. Aber auch das wird ein Beitrag sein für ein gerechteres Steuersystem in Deutschland. Tja, wir haben die Meinungen gehört und lassen Sie mich auch dort nochmal für Sie zusammenfassen, dass gerade die Sozialversicherungsbeiträge für uns ein ganz wesentlicher Punkt sind. Und die Meinung des Kreishandwerksmeisters möchte ich nochmal aufgreifen. Er sagte, wir brauchen mehr Einzahler. Wenn wir mehr Einzahler haben, haben wir ja auch mehr Anspruchsberechtigte. Ich glaube nicht, dass wir damit die Lösung hinbekommen. Die Sozialversicherungssysteme hängen am Lohn. Dort liegt unser Knackpunkt drin. Wir laufen gegen die Industrie mit zwei Zementsäcken durch die Gegend. Lassen Sie mich das Beispiel
vorrechnen. Ein Handwerker, der in irgendeinem Betrieb 15, 16, 17 Euro die Stunde verdient, nehmen wir irgend so eine Zahl, der hat in einem Baubereich mindestens 100% Sozialkosten, hat der Betrieb obendrauf. Da sind sie schon bei über 30 Euro, die dort zu bezahlen sind. Dann muss die Firma noch bestimmte Gemeinkosten haben. Dadurch entstehen Stundenverrechnungssätze. Der Kollege wiederum gibt von seinen 15 Euro Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab und hat am Ende, lassen Sie mich es überschlagen, ungefähr 10 Euro. Er selbst kann sich die Leistung nicht leisten. Deswegen liegt uns dieses Thema am Herzen und deswegen entlassen wir Sie aus dem Thema auch noch nicht. Wir wollen Sie in einer kurzen Runde noch einmal zu dem Thema der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge befragen. Manche haben es vielleicht schon wieder vergessen, es ging darum, dass die Rentenkasse einmal pleite war und deswegen man das Geld eher brauchte. Wenn wir sagen, wir wollen diese Vorfälligkeit, dass das Handwerk diesen Beitrag eher oder die Betriebe eher entrichten müssen, zurückführen, dann heißt das nicht, dass dieses Geld dem Staat oder den Versicherungskassen verloren geht. Wir reden über Liquidität in sage und schreibe 14 Tage, maximal 2,5 Wochen. Und das drückt die Handwerksbetriebe seit vielen, vielen Jahren. Das bedeutet, zur Monatsmitte müssen wir extra die Beträge abdrücken. Das kostet Liquidität. Und es gab diese Momente der besseren Kassenlage. Selbst jetzt könnte der Staat mit dem Negativzins einmalig diese Liquidität für 2,5 Wochen zur Verfügung stellen. Der Staat geht nicht weg vom ungefragten Prinzip in die Tasche greifen bei uns. Wie stehen Sie und Ihre Partei zu der vom Handwerk und der übrigen Wirtschaft geforderten Abschaffung der Vorfälligkeit der SV-Beiträge? Sie finden auf den Tischen neben sich jeweils rote und grüne Karten. Grün heißt ja, wir wollen die Vorfälligkeit abschaffen. Rot steht für nein, wir schaffen die Vorfälligkeit nicht ab. Bitte halten Sie die Karten alle gut sichtbar hoch, damit wir dann auch sozusagen eine kleine Auswertung veranstalten können dabei und natürlich unser Fotograf will auch was davon haben. So, also die Frage lautet nochmal, wie steht Sie und Ihre Partei zur Abschaffung der Vorfälligkeit? Ich sehe grüne Karten, ich fange mal von links an. Bei der Linken, bei der CDU, bei der FDP, bei den Grünen, bei der AfD und bei der SPD. Also Einvernehmen. Ja. Wir hatten ja gehofft, dass es einen Unterschied gibt, damit das Handwerk in Koalitionsverhandlungen sehen kann, wie die Stimmen zu verteilen sind. Wir wissen, dass es in den Parteien auch Schnittstellen gibt, wo Menschen sagen, sie sind dafür, sind dagegen. Aber es war natürlich für Sie jetzt auch schwer. Wir haben gesagt, was ist Ihre Meinung und was ist die Meinung Ihrer Partei? Ich muss ergänzen, dass ich weiß, dass es auch Parteien gibt, bei denen es abweichende Meinungen zu den ihrigen gibt. Wir wollen gern mit Ihnen gemeinsam um Mehrheiten werben für dieses Thema, das, wie gesagt, obwohl es so häufig zurückgewiesen wurde, obwohl es so lange schon da ist, immer wieder gefragt wird. Es geht nicht weg. Sie werden immer wieder damit konfrontiert. Lassen Sie uns gemeinsam dazu arbeiten. Ansonsten ist ja die rote Karte noch übrig für den Fall, dass Sie das nicht machen. Wir kommen jetzt zum Themenkomplex der Fachkräfte. Den Einstieg macht die Kreishandwerksmeisterin aus dem Landkreis Görlitz, die Tischlermeisterin Ines Brisowski-Graf. Bei uns in der Lausitz ist das Handwerk besonders stark und das soll auch so bleiben. Deshalb werben wir kräftig um Nachwuchs, um unsere jungen Leute, die auf diesem Weg auch in der Heimat bleiben können. Unsere Handwerker müssen aber verstärkt feststellen, dass den jungen Leuten gar nicht bewusst ist, wie viele vielfältige Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten ihnen das Handwerk bietet. Und als zweites müssen die Handwerker oft feststellen, dass die Vorbildung aus den grundlegenden Schulen nicht dem entspricht, was wir in der Ausbildung im Handwerk benötigen. Deshalb brauchen wir unbedingt neue Modelle, die die Schüler und Jugendlichen langfristig vor Entscheidung für den Berufsweg mit den Möglichkeiten im Handwerk in Berührung bringen, die ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten, sich selber auszuprobieren und viel kreative Modelle zu entwickeln und kennenzulernen. Und außerdem muss ein Umdenken bei vielen Lehrern geschehen, dass nicht nur der akademische Weg, der erfolgversprechende ist, sondern durchaus der Weg über die Praxis. Natürlich
ist die Bildungspolitik Ländersache. Die Themen hat die Kreishandwerksmeisterin angesprochen. Aber die darauf aufbauende Berufsausbildung ist bundesrechtlich geregelt, wie wir es ja auch eingangs erläutert haben. Daher die nächste Frage in die Runde. Was wollen Sie für die Attraktivität der dualen Ausbildung und gegen den drohenden Fachkräftemangel tun? Wir würden wieder im Uhrzeigersinn, diesmal beginnend bei Dr. Markus Reichel, mit jeweils maximal einer Minute antworten. Bitte schön. Ja, es ist so, dass wir momentan ein Problem für die Handwerker insofern bewusst schaffen, indem wir die universitäre Bildung kostenlos halten und bei der beruflichen Bildung das eben nicht tun. Wir müssen das unbedingt gleichstellen, denn wir lenken sonst Leute eigentlich von dem, glaube ich, für sie besseren Bildungsweg ab. Da würde ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen. Dann ist natürlich wichtig, dass wir bei den Fachkräften dahin kommen, dass wir unsere Potenziale besser ausschöpfen. Also Frauen bei der Beschäftigung von Frauen, bei der Wahrung der Gesundheit, sodass ein längeres Arbeiten gesundheitsverträglich möglich ist. Und natürlich müssen wir an das Thema, dass wir jetzt das geschaffene Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir das nutzen, dass wir das aber auch evaluieren, wo es nicht so richtig funktioniert und dann dort nachsteuern. Das sehe ich als die primären Schritte. Herr Rosten, Herbst, bitte. Es ist ja relativ klar, dass wir Meister und Master brauchen. In der Universität könnten keine Studenten sitzen, wenn nicht das Gebäude gebaut worden wäre und das Dach gedeckt ist. Und deshalb ist für mich die Wertschätzung für Handwerksberufe ganz wichtig, dass die durch die Politik vermittelt wird, aber auch, und darum geht es im Kern, eine bessere Berufsorientierung erfolgt. Ich glaube, viele junge Leute haben zu wenig Vorstellungen, welche Chancen sie haben, auch im Handwerk. Und ich glaube, wir müssen mehr diese Berufsbilder vermitteln, die Möglichkeiten, die es gibt. Nicht für jeden ist ein Studium, kommt das in Frage, oder mancher macht vielleicht erst einen Handwerksberuf und will später noch eine Aufstiegsqualifikation weitergehend machen. Und deshalb ist mir wichtig, dass Wirtschaft und Schule eng zusammenarbeiten, dass auch Schulen das als ihren Auftrag mit begreifen, jungen Leuten an die Hand zu gehen, zu zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Und dann haben wir einen zweiten Bereich, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Es gibt ja die sogenannten Exzellenzuniversitäten. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur auf Hochschulebene diese Exzellenz gibt, sondern dass wir auch Exzellenz im Bereich der beruflichen Schulen haben. Ich glaube, das wäre ein großes Zeichen für Wertschätzung. Und nicht zuletzt als dritten kurzen Punkt, ich glaube, die Anerkennung und Integration ausländischer Berufsabschlüsse ist auch ganz wichtig, denn wir werden in Zukunft im Handwerk nicht nur auf unseren einheimischen Nachwuchs setzen müssen, wir werden auch auf Einwanderung setzen. Herr Herrmann. Da kann ich direkt anschließen, das sehe ich auch so. Das zeigt sich auch schon gerade bei uns im Erzgebirge in der Nähe von Chemnitz natürlich, was dort auch befruchten fürs Handwerk, gerade durch die tschechischen Mitarbeitenden wächst und auch durch die Berührung Verständnis und Zusammenarbeit gestärkt wird. Der Meisterbrief muss die gleiche Wertschätzung erhalten wie ein Studium, muss auch kostenfrei erreichbar sein. Aber ganz klar, zwei Dinge spielen noch eine wesentliche Rolle. Die Bildung, die Ausbildung. Genug Handwerker sagen, dass sie nicht mehr in jedem Falle wirklich Facharbeiter, Lehrlinge, Auszubildende bekommen, mit denen sie wirklich erfolgreich die Ausbildung durchführen können. Dort liegt einiges im Argen und da müssen wir ran. Und da müssen wir in der Bildung auch die von mir vorhin angesprochenen Finanzierungsvoraussetzungen schaffen. Ganz wichtiger Punkt auch, wir reden ja nicht umsonst wahrscheinlich von Görlitz. Im Erzgebirge ist es ähnlich, das sind die beiden Kreise mit dem geringsten Einkommen überhaupt, dass uns hier Abwanderung passiert, die wir dringend verhindern müssen, ist, denke ich, ziemlich deutlich geworden. Und wir müssen, und das ist schön, dass das Handwerk das zurzeit auch weitgehend leisten kann in vielen Branchen, besser entlohnen, damit wir auch Menschen, gerade junge Menschen, hier behalten. Herr Peschel, bitte. Also ich glaube, hört man mich? Ich glaube, jeder von uns in der Runde hat es schon erlebt, dass es schwierig ist, heutzutage Handwerker zu bekommen. Gute Handwerker sind Mangelware. Deswegen glaube ich, wir müssen schon in der Schule damit beginnen, für das Handwerk zu werben. Es muss nicht jeder studieren. Es kann, aber es muss nicht jeder studieren. Ich glaube auch, das ist eine Forderung der AfD. Wir wollen die MINT-Fächer stärken. Wir wollen auch weniger Politik und Gesellschaftskunde, sondern Naturwissenschaft fördern. Und was mir aus dem ländlichen Raum besonders wichtig ist, dass wir die Berufsschulzentren im ländlichen Raum stärken, dass wir da eine Ausbildungsberufe in der Breite anbieten können und dass wir da eine Konzentration, wie wir sie jetzt erlebt haben, möglichst vielleicht wieder rückgängig machen können. Und eine Forderung der AfD ist ganz konkret auch noch die Rückkehr der Meisterpflicht sowie den Meisterbonus zu erhöhen. Herr Pallas. Wir haben
ein sehr gutes System der dualen Berufsausbildung, auch hier im Freistaat Sachsen. Das Handwerk spielt da eine ganz zentrale Rolle, glücklicherweise. Da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass das so ist. Aber zu häufig erlebe ich, dass der Eindruck da ist, eine Berufsausbildung sei weniger wert als ein Studium. Und ich glaube, dieses Denken, was in vielen bei uns steckt, das müssen wir irgendwie ablegen und viel positiver auf diese handwerklichen Berufe auch blicken. Da hat Schule eine wichtige Aufgabe. Deswegen ist richtig, dass wir viel Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen haben, an Oberschulen und an Gymnasien. Denn warum nicht Abitur machen und dann trotzdem Handwerksberuf lernen? Ich glaube, unser Bildungssystem muss leisten, dass es die individuellen Stärken der Kinder, der Schülerinnen und Schüler besser herausarbeitet und die, für die es das Beste ist, zum Studium führt und die, für die es besser ist, in Richtung Berufsausbildung. Ganz konkret wollen wir besseren Aufstieg ermöglichen, indem wir die Gebühren für Meisterkurse abschaffen. Und auch wir sind der Meinung, dass die Sicherung von Fachkräften auch über die Bezahlung läuft. Das wissen die Betriebe längst und ich glaube, da wird es zwingend eine Entwicklung geben müssen. Hier im Land haben wir schon eine Weile die Allianz für Fachkräftesicherung, die meines Erachtens erfolgreich arbeitet und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und sind gerade im Aufbau des Zentrums für Fachkräftesicherung und gute Arbeit in Sachsen und gemeinsam mit Gewerkschaften, aber eben auch dem Handwerk und Wirtschaftsverbänden und entsprechenden Vertretern werden wir dann die Konzepte hier für Sachsen auch entwickeln, um hier den Nachwuchs, guten Nachwuchs fürs Handwerk auch zu bekommen. Herr Pohle. Ich schließe mich erst noch meinen Vorrednern darin an, dass wir die Arbeit, die man mit seiner Hände tut, als was Ehrenwertes begreifen darf in diesem Land. Und das muss auch in der Bildungspolitik so vermittelt werden. Konkret gegen den Fachkräftemangel möchte ich drei Punkte ansprechen. Wir brauchen einen lebenswerten ländlichen Raum. Das heißt, schnelles Internet, guten, in unserem Fall ist der Vorschlag auch kostenfreien ÖPNV. Wir wollen 10 Milliarden im Jahr in den Breitbandausbau stecken, damit die Menschen, die in einem Handwerk arbeiten sollen, auch gerne auf dem Land wohnen und dort gut angebunden sind. Als zweites möchte ich die Integrationsfrage ansprechen. Es gab von der Handwerkskammer in Sachsen den Vorschlag, auch in Zusammenarbeit und Finanzierung mit dem Land Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten anzubieten. Dem schließen wir uns an. Das finden wir gut. Ich habe in meinem Kreis einen Bauunternehmer, der mittlerweile 8 afghanische Arbeitskräfte beschäftigt, mit denen wunderbar zusammenarbeitet und trotzdem bei dem einen oder anderen am Anfang noch ums Bleiberecht gebangt hat. Da brauchen wir Planungssicherheit auch für jemanden, der jemanden in Ausbildung nimmt. Als letzten Punkt möchte ich natürlich im Anschluss auch an die SPD sagen, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, wir brauchen gute Löhne im Handwerk. Im Handwerk ist unterdurchschnittliche Tarifbindung, dagegen arbeiten wir zusammen mit unseren gewerkschaftlichen Partnerinnen und Partnern, damit uns die Bäckermeister und Fleischermeister nicht wie in Baden-Württemberg am Ende alle bei Mercedes landen. Tja, und ich habe jetzt die Chance, wenn die Kamera dann wieder in meine Richtung kommt, diese Dinge etwas zusammenzufassen. Noch bin ich nicht im Bild. die Dinge zusammenzufassen. Sie sprachen vom Ansehen, die berufliche Bildung bekommen soll. Ich kann Ihnen bestätigen aus den Umfragen, die wir gemacht haben, dass genau dort der Hase im Pfeffer liegt. Und ich sage selbstkritisch, das ist auch unsere Aufgabe in den Organisationen, in den Innungen, den Kreishandwerkerschaften, den Verbänden und den Handwerkskammern. Aber Ansehen hat etwas mit Wertschätzung zu tun und es hat auch was, wie Sie gesagt haben, mit der Entlohnung zu tun. Und deswegen gebe ich Ihnen nochmal mit, Sie können es ja dann, weil es bei YouTube stehen bleibt, immer wieder nachsehen, geben Sie dem Handwerksmeister die Chance, dass er mehr Lohn bezahlen kann. Es ist nicht das Thema, dass der es vorenthält. Es sind Familienbetriebe, über die wir sprechen. Und wenn Sie sich angucken, was dort der Chef verdient und der Mitarbeiter, dann werden Sie mit dem Druck der Gewerkschaft ihn nicht dazu bewegen, dass er mehr Geld geben kann. Er muss die Chance haben, mit seinem Geschäftsmodell besser dazustehen. Die Berufsschulen im ländlichen Bereich sind Daseinsvorsorge. Das kam hier auch als Thema. Das liegt uns extrem am Herzen. Es geht nicht, dass alles sich in den großen Städten zusammenbindet. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir in die Gazetten schauen, wir reden über die Chance des Lastenfahrrads. Das stimmt für die Stadt, aber eben nicht für den ländlichen Raum. Wir haben viele Handwerkskolleginnen und Kollegen, die von Görlitz nach Dresden fahren, um eine Arbeit zu erledigen.
Und deswegen unterstützen wir natürlich, was die berufliche Bildung angeht, eine Exzellenzinitiative, die wird auch vom Zentralverband des Deutschen Handwerks gefordert. Es ist nebenbei gesagt im Handwerk so ein bisschen umstritten, ob man Bildung immer kostenlos machen sollte. Bei der Meisterausbildung ist es ein kluger Gedanke. Aber wenn es um die Facharbeiterausbildung geht, dann verweise ich auf die Thematik, dass Universitäten angebotsgetrieben irgendwelche Angebote machen. Es fragt kein Mensch danach, ob man das braucht. Und dass in der beruflichen Bildung es bedarfsgetrieben ist. Ich stelle nur jemanden ein, wenn ich ihn benötige, weil ich weiß, es kostet etwas. Sie können noch den letzten Gedanken mitnehmen, dass die berufliche Bildung in Deutschland in vielen Verordnungen als Drittelfinanzierung gesehen wird. Bund, Land, Betrieb. Und diese Drittelfinanzierung ist keine Realität mehr. Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, sind Fakten, dann liegen wir inzwischen bei den Betrieben bei über 60%. Und dann sind wir bei der Entlohnung. Herr Pallas sprach es an. Ich gebe gern meinem Lehrling mehr Geld, wenn Sie dafür an anderer Stelle in der dualen Berufsausbildung entlasten. In der überbetrieblichen Lehrunterweisung bei Gebühren. Wir finden da genügend Themen, die es dort gibt. Das Thema Fachkräfte ist nach wie vor für uns ein wichtiges Thema und deswegen bleiben wir noch beim Thema Fachkräfte. Wir wollen uns ja zu den Kernen vorarbeiten und ganz hart herangehen. Ich stelle Ihnen die Frage, wie stehen Sie in dem Thema, beim Thema Fachkräfte im Zusammenhang zur geregelten Zuwanderung? Ich spreche davon, dass wir mathematisch wissen, dass es unmöglich ist, auch wenn wir alle Schulabbrecher gewinnen würden, die Zahl der Menschen reicht nicht aus. Wie stehen Sie zur geregelten Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir benötigen? Und ich betone noch einmal, ich spreche nicht vom Asylrecht. Auch hier hat jeder jetzt eine Minute Zeit, sich zu positionieren. Und wir starten diesmal mit Herrn Herbst. Ja, wir als Freie Demokraten wollen mehr geregelte Zuwanderung und weniger illegale Zuwanderung. Wir orientieren uns eigentlich am Konzept von Kanada, wo man auf den Bedarf an Arbeitskräften schaut, aber auch auf die Qualifikation derjenigen, die zu uns kommen. Und wenn wir eine Win-Win-Situation schaffen, wenn Menschen zu uns kommen, die hier ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, die sich an unsere Werteordnung, an unsere Gesetze halten und Steuern zahlen, dann haben wir ja für beide eine positive Situation geschaffen, für denjenigen, der zu uns kommt und für uns als Gesellschaft, weil wir dringend benötigte Arbeitskräfte bekommen. Und ich plädiere auch dafür, dass wir genau betrachten, auf welche Bereiche wir schauen. Es gibt politisches Asyl, es gibt Flüchtlingsschutz und es gibt Fachkräftezuwanderung. Und alles muss ordentlich voneinander getrennt und geregelt sein. Wie gesagt, mehr geregelte Zuwanderung, weniger illegale Zuwanderung. Das tut uns gut und es hilft den Menschen, die zu uns kommen. Sie sind dran. Als Bündnis 90 Die Grünen stehen wir ganz klar für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ergänzt das Asylrecht, die Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen, Flüchtende aufzunehmen. Und es ist zurzeit aber schon feststellbar, dass sehr, sehr viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die sich hier gut integriert haben, die ein enormer Zugewinn für unsere Region, die ja nun nicht im Zuwachs steht, sondern wirklich im weiteren Schrumpfen sich befindet, das betrifft außer den beiden Großstädten nahezu die gesamten sächsischen Regionen, dass dort Menschen weiterhin abgeschoben werden. Wir haben in Pirna den Fall letztens gehabt. Das darf nicht passieren, auch im Sinne der Stärkung der regionalen Wirtschaft, des Mittelstandes, der Handwerkerschaft. Mikrofon. Also, Mikro. Die AfD steht für eine qualifizierte Zuwanderung. Wir wissen, dass wir gute Mitarbeiter brauchen. Das brauchen unsere Betriebe, das brauchen die Handwerker darüber hinaus. Vertreten wir die Meinung, wir brauchen eine Zuwanderung ähnlich dem kanadischen Vorbild? Da stimme ich der FDP vollkommen zu. Wir wollen aber auch genau wissen, wer in dieses Land kommt. Wir wollen, dass diese Menschen sich in unserem Kulturkreis wohlfühlen. Wir wollen, dass sie sich hier integrieren können. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, die wir damit verbinden. Deutschland ist ein Land, wo seit Jahrhunderten Zuwanderung stattfindet. Und ich finde, unser Land, unsere Gesellschaft hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg davon profitiert. Deswegen ist es auch aus dieser Hinsicht gut, dass wir überlegen, wie wir es organisieren können, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Ländern hier nach Deutschland kommen und ihren Beitrag hier auch in unserem Land leisten wollen. Aber weder das Asylrecht noch das Zuwanderungsrecht in Deutschland können sozusagen Lebenssachverhalte wirklich vollständig abbilden. Darum hat der Deutsche Bundestag aus gutem Grund Möglichkeiten geschaffen,
wie von der Spur Asylrecht Brücken in die Zuwanderung geschlagen werden. Ich rede von Ausbildungsduldung, ich rede von Arbeitsplatzduldung, ich rede von Duldung aufgrund guter Integrationsleistung. Es gibt viele Unternehmer, viele Betriebe, die solchen jungen Menschen eine Chance geben mit einer Ausbildung oder einem Arbeitsplatz. Aber wenn ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass der junge Mensch vielleicht doch abgeschoben werden kann, obwohl er diese Chance eigentlich nutzen will, dann werde ich irgendwann diese Chance nicht mehr geben, weil ich darauf auch keine Lust habe, auf diesen Stress in jemanden zu investieren, und dann habe ich überhaupt nichts davon als Unternehmer. Darum hängt das beides untrennbar miteinander zusammen. Wir brauchen ein Zuwanderungskonzept, gern nach Bedarf, und gleichzeitig müssen wir die Möglichkeiten nutzen für Menschen, die sich hier einbringen, die ihren Beitrag bereits leisten, sie auch in diesen Strang Zuwanderung zu bekommen. Ich möchte mich auch dafür aussprechen, dass wir natürlich Flucht und Migration trennen müssen, aber in diesem Land Möglichkeiten schaffen für die Menschen, die sich hier einbringen wollen, die auch aus einem Fluchthintergrund in dieses Land gekommen sind. Ich habe eben das Beispiel erwähnt, dass in diesem Unternehmen 8 afghanische Flüchtlinge bestens integriert sind und mittlerweile dort arbeiten, ihre Familien haben. Ich hatte in meinem Kreis Abschiebungen aus Meißen, aus Radebeul von Menschen, die hier seit 10 Jahren gelebt haben. Die Kinder haben noch nie das Land Georgien, aus dem ihre Eltern stammten, gesehen, in das sie dann abgeschoben wurden. Dort wurden Steuerzahler aus Deutschland abgeschoben, die hier gut integriert leben. Da brauchen wir eine Möglichkeit, diese Menschen auch in eine dauerhafte Legalität zu bekommen. Wir müssen diese Systeme wirklich voneinander getrennt halten. Wenn wir das vermischen, dann wird nichts Gutes dabei herauskommen. Wir als Union, wir wollen natürlich eine geregelte Fachkräfteeinwanderung, und ist ja auch schon mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz was geschehen. Das müssen wir weiterentwickeln. Ich denke, das Thema der leichteren Anerkennung von Abschlüssen ist hier wichtig. Wir müssen auch, denke ich, daran arbeiten, dass unsere Kulturorganisationen im Ausland eine Art Strahlkraft entwickeln und auch zeigen, dass das ein Weg ist, nach Deutschland zu gehen. Nebenbei ist das, glaube ich, auch für die Länder, wo die Fachkräfte herkommen, das ist kein Abzug von guten praktisch arbeitenden Händen, sondern es wird am Ende ja auch wieder Geld zurücküberwiesen. Ich will aber auch sagen, dass sehr wichtig ist, dass die Leute dann nach Deutschland, dass sie dann auch zu uns nach Sachsen zum Arbeiten kommen, und das hat auch was damit zu tun, dass man keine Angst haben muss, in Sachsen oder in Dresden oder wo auch immer als jemand mit offensichtlichem Migrationshintergrund über die Straße zu gehen, und das macht mir sehr Sorgen, dass das aktuell nachweislich so ist. Wir machen weiter zum Thema wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturwandel. Der Dresdner Kreishandwerksmeister Michael Möckel legt vor. Das sächsische Handwerk lebt Nachhaltigkeit. Wir reparieren, wir nutzen Ressourcen, wir schmeißen nichts weg. Auch einige unserer Betriebe haben schon in Elektrofahrzeuge investiert. Um diesen Wandel erfolgreich durchführen zu können, fordern wir von der Politik Förderprogramme für Handwerk und Mittelstand. Auch bei der Digitalisierung ist das Handwerk sehr weit vorn. Zum Beispiel Aufmaß auf der Baustelle. Doch die Daten müssen natürlich in die Werkstatt übertragen werden. Dazu braucht man ein stabiles Netz. Und da hakt es in Sachsen. Wir fordern einen schnelleren Breitbandausbau. Anknüpfend an Kreishandwerksmeister Möckel steht die Frage, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen Sie wahrnehmen und wie Sie sie bewusst gestalten wollen. Jetzt machen wir es mal ganz anspruchsvoll, wieder eine Minute Zeit. Herr Herrmann beginnt und wir agieren gegen den Uhrzeigersinn. Herr Herrmann. Okay. Auch meine Erfahrung ist, dass das Handwerk in vielen, vielen Dingen weiter ist als die Politik in ihren Vorgaben. Nachhaltigkeit wird gelebt. Es werden auch bei unserer Handwerkerschaft im Ort viele Dinge weit eher vorangetrieben. Holzbau ist immens gut im Geschäft dabei. Erneuerbare Energien, Installateure sind dort aktiv. Wir packen gemeinsam an und bringen Orte des Zusammenlebens wieder, beleben die wieder durch den Einsatz erneuerbarer Energien, indem wir einen Springbrunnen umstellen auf fast Energieautarkie und bringen Dinge voran. Das Handwerk, und das war auch interessant, setzt Elektromobilität ein. Und ich sehe dort im Unterschied vorhin gerade zum Geäußerten keinen Widerspruch zu dem,
dass Elektromobilität auch ein Lastenrad in der Stadt sein kann. Das, was hier diskutiert wird, ist so wenig gegenüber dem, was sonst an Förderung für Elektromobilität mit Autos erfolgt, was eine viel größere Summe ist, die trotzdem gerechtfertigt und notwendig ist, weil es Entwicklung bringt. Aber es muss die Vielfalt der Angebotsmöglichkeiten vorhanden sein, denn auch städtische Handwerksbetriebe, die gerade auch mit dem Lastenrad unterwegs sind, sorgen dafür, dass Parkplätze nicht weggeparkt sind, dass für andere mehr Platz übrig bleibt, die als Handwerker tätig werden oder die Lieferdienste sind und dergleichen. Also ich würde diese Dinge wirklich nicht gegeneinander ausspielen und sehe es auch so, dass das Handwerk vielfältig schon sehr aktiv ist, was unsere Nachhaltigkeitsziele betrifft. Wichtig ist, dass wenn sich Handwerksbetriebe innovativ verhalten, und das haben sie schon mal getan vor etwa 10 Jahren, als wir einen großen Zuwachs der Solarinstallation im Land hatten. Das ist massiv zusammengebrochen und diese Enttäuschung führt heute dazu, dass Sie können es probieren, kaum noch Installateure für Ihre Solaranlage finden und das muss sich in der Form ändern, dass jetzt endlich Verlässlichkeit in alles das, was Innovation und Aufbruch betrifft, gelegt wird und die Politik das auch sicherstellt, dauerhaft. Herr Herbst. Ja, es ist immer schön, dass es auch Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Also wir würden die Milliarde nicht für Lastenfahrräder ausgeben, sondern für eine bessere Bildung. Ich glaube, da wäre den Handwerkern mehr geholfen. Und ich glaube auch nicht, dass der Dachdeckermeister im Erzgebirge mit seinem Lastenfahrrad und seinen Ziegeln auf die Baustelle fährt, um das Dach zu decken. Das ist illusorisch. Es geht darum, dass wir bei den großen Trends Digitalisierung, Nachhaltigkeit, den Handwerksunternehmen die Möglichkeiten einräumen, dass sie selbst entscheiden, wo sie investieren. Ich glaube, es geht nicht um immer mehr Förderprogramme, wo der Staat genau definiert, wie investiert werden muss und daran hängen immer Regeln, immer Bürokratie, sondern wir wollen steuerlich entlasten, weil wir wissen, dass die Unternehmen diese Spielräume in Zukunft brauchen, um zu investieren. Und ein zweiter Punkt war angesprochen, Digitalisierung. Das fängt bei den Behörden an, wo wir 15, 20 Jahre hinter Ländern wie Estland oder Dänemark zurückliegen. Das treibt mich wirklich um. Es geht um stabiles, schnelles Internet, Mobilfunkversorgung. Wie kann es sein, dass in Deutschland die Genehmigung eines Mobilfunkmastes 2 Jahre dauert? In Portugal geht es in 3 Monaten. Da müssen wir deutlich besser werden. Und wenn der Staat Mobilfunklizenzen vergibt, dann kann es nicht darum gehen, dass der Staat das meiste Geld einnimmt. Nein, dann muss es darum gehen, dass es eine harte Versorgungsauflage gibt, dass wir schnelles Internet überall in der Fläche haben. Also mich betrübt das, und der Handwerksmeister hat natürlich völlig recht, dass wir tatsächlich über solche Basisthemen noch diskutieren müssen, wie wir überhaupt erst einmal die Dateninfrastruktur hinbekommen. Also das ist furchtbar. Und dass wir das bislang noch nicht geschafft haben, das zeigt, wie kompliziert die Dinge in Deutschland sind. Und das müssen wir vereinfachen. Wir müssen das alles generell einfacher machen. Deswegen Revolution in der Verwaltung. Ich glaube, dass wir jetzt, haben wir ja vorhin auch im Foyer hier im NUMI gesehen, diese Zusammenkommen von Handwerk und dem, was Robotik und andere bringen, ich denke, das ist ein Beispiel für geniale neue Möglichkeiten. Und so verstehe ich Digitalisierung und Innovation, dass wir das, was jetzt hier in unseren Forschungseinrichtungen ist und dass unsere Mittelständler zusammen auf die Straße bringen wollen, neue Geschäftsideen bringen und nebenbei, wer gute Geschäftsideen dann hat, der kann ja dann auch entsprechend das Gehalt und die Vergütung bezahlen, sodass wir die Fachkräfte hier nach Sachsen bekommen. Also ich denke, da haben wir jetzt einen echten tollen Strukturbruch vor uns, wenn wir ihn gut nutzen. Ich möchte gerne auch auf den an Handwerksmeister Möckel war der Name, ja. Anschließen, dass der Breitbandausbau, hatte ich vorhin schon genannt, für uns ein wichtiger Punkt ist. Private Unternehmen investieren dort, wo wenig Infrastruktur von vielen Nutzern genutzt wird, weil ich dann damit gut Geld verdienen kann. Das darf aber eben nicht dazu führen, dass der ländliche Raum hinten runterfällt. Deswegen fordern wir ein Investitionsprogramm vom Staat. Da sollen 10 Milliarden jährlich reinfließen, um sicherzustellen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Zugang zu guter Breitbandanbindung haben. Als zweiten Punkt für den wirtschaftlichen und strukturellen Wandel würde ich anführen, dass wir uns wünschen, dass wir mehr Handwerkerinnen und Handwerker mitnehmen, auch auf dem Weg in die Richtung regionaler Rohstoffkreisläufe im Bauen. Da habe ich vorhin auch schon mal darauf abgehoben, dass es im Bausektor noch auch in der Digitalisierung Sachen nachzuholen gibt. Und ich denke, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker gerne wollen. Wir müssen sie aber eben dazu auch in die Lage versetzen. Unsere Gesellschaft, unser Land will hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu Klimaneutralität. Aber das ist kompliziert und es dauert lange. Und es braucht hier eine Partnerschaft zwischen den
allen Menschen, die es betrifft, Unternehmen, die viel Innovation ermöglichen und der Politik. Ich finde richtig, wenn Olaf Scholz sagt, wir müssen jetzt in den Blick nehmen, was wir in 2045 für einen Strombedarf in Deutschland haben und welche Ausbaupfade für erneuerbare Energien wir aus diesem Grund ansetzen müssen. Ich finde richtig, dass man sich jetzt überlegt, welche Energiequellen können wir nutzbar machen, wenn wir keine fossilen mehr wollen. Was brauchen wir, um Wasserstoff, um das Potenzial von Wasserstoff ausnutzen zu können? Welche Infrastruktur brauche ich? Und selbstverständlich mit Blick auf gesellschaftlichen Wandel, wie kann der Breitbandausbau so gelingen, dass es den Unternehmen genauso wie den Menschen nicht nur ermöglicht wird, sondern dass sie gerne im ländlichen Raum wohnen bleiben und wohnen bleiben können. Und das ist schon ein Thema, was mich hier in Sachsen umtreibt. Ja, es gab das Weiße Fleckenprogramm, wo erstmal so ein Grundausbau stattgefunden hat. Es gibt das Graue Fleckenprogramm. Und da ärgere ich mich schon, wenn es nicht gelingt, dass der Finanzminister hier im Freistaat Sachsen rechtzeitig Finanzierung für die Kofinanzierungsmittel des Landes bereitstellt. Im Augenblick ist das leider die Situation, sodass sich Sachsen am Graue Fleckenprogramm beteiligen kann. Und das brauchen wir aber, damit wir in allen Teilen des Landes den Breitbandausbau ausreichend vorantreiben können. Danke. Also ich glaube, dass die Digitalisierung für das Handwerk eine riesige Chance ist, neue Märkte zu erschließen, Innovationen zu entwickeln. Und wir sind der Meinung, wir brauchen weniger Staat, wir brauchen mehr Markt, wir brauchen mehr Innovation und jede Subvention, jedes Fördermittel, jede Gelder, das ist wie eine Droge. Hat man einmal davon genascht, will man sie immer wieder haben. Das behindert in der freien Entfaltung. Und jetzt möchte ich auch mal ein Lob auf den Landkreis Bautzen aussprechen und auch auf die Bundesregierung. Da wurde Breitbauausbau massiv gefördert mit 120 Millionen. Das ist eine wunderbare Sache und man sieht auch die Euphorie der Handwerker, welche Möglichkeiten da jetzt bestehen, ähnlich wie es im Einspieler war. Man geht neue Wege, man kann einsparen und deswegen sollten wir das alles nicht verteufeln. Und ich bin guter Dinge, dass auch mit diesen neuen technischen Möglichkeiten das Handwerk interessanter wird, dass es junge Menschen gibt, die sagen, ich will das lernen. Und deswegen, ich bin da sehr optimistisch, was das angeht. Ja, vielen Dank für diese Runde. Wir kommen jetzt zu einigen Fragen, die uns im Chat erreicht haben, als auch hier vom Publikum. Ich würde mal den Einstieg nehmen, ein Thema, das sowohl von den Zuschauern an den Bildschirmen als auch hier im Raum gestellt wurde als Frage, ist das Thema, es war ja schon ein bisschen angeklungen, was muss prioritär getan werden, um die Attraktivität des ländlichen Raums zu erhöhen? Wir haben uns verständigt im Vorfeld, dass der antworten kann, der möchte aus der Runde. Und ich würde einfach sagen, das Thema ist sicherlich sehr komplex. Geben Sie uns eine Idee in 30 Sekunden und wer möchte was dazu sagen? Dann würde ich jetzt sagen, hier sehe ich die Meldung, dann machen wir jetzt ausnahmsweise, wir bleiben gegen Uhrzeigersinn und fangen einfach bei Herrn Pallas an. Bitte. Danke, da gäbe es sehr, sehr viel dazu sagen. Es ist ein Thema, was eher landes- als bundespolitisch unmittelbar beeinflusst werden kann, aber es geht darum, was brauchen Menschen aller Generationen, damit sie gut und gerne im ländlichen Raum, in kleinen und Mittelstädten leben. Da geht es darum, wo ist mein Arbeitsplatz, wie komme ich da hin in ein paar Jahren, wie komme ich da klimaneutral hin und kostengünstig, wie ist mein Lebensumfeld, meine Wohnung. Und da gibt es einiges zu tun, da machen wir in Sachsen aber auch einiges. Also wir fördern mit sehr viel Geld sozusagen die Sanierung von Wohnungen, Umbau von Wohnungen und. ÖPNV wird ausgebaut, das wird Früchte tragen und das lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Ich wollte die Uhr nicht verkaufen, ich wollte auf die 30 Sekunden hinweisen, wir machen weiter mit Herrn Böschel. Da hatte ich Sie missverstanden. Ich kann auch nur für den ländlichen Raum werben. Es ist schön, im ländlichen Raum zu leben. Es ist sicher, im ländlichen Raum zu leben. Was wir allerdings brauchen im ländlichen Raum, eine schnelle Anbindung an die Ballungszentren, das spreche ich gerne, den S-Bahn-Anschluss von Görlitz-Bautzen nach Dresden an. Wir brauchen im ländlichen Bereich auch Abrissprogramme für Häuser. Wir müssen Wohnblöcke zurückbauen und diese Flächen neu entwickeln für Eigenheimstandorte oder Reihenhaussiedlungen. Ich glaube, da sind einige Dinge, die wir da sehr gut machen können und dann ist der ländliche Raum auch wieder für viele sehr, sehr attraktiv und lebenswert. Ja. Also ich spreche mich klar dagegen aus, gewachsene
Baukultur gewachsene Strukturen aufzugeben. Ich bin sehr froh, dass wir im Koalitionsvertrag, wo den ich mitverhandeln durfte in Sachsen, festgelegt haben, dass auch kleine Orte künftige Entwicklungschancen kriegen. Wir dürfen diese kleinen Orte, die Vielzahl, die wir hier haben in Sachsen, aber nicht ausfasern lassen. Und da brauchen wir eben keine Eigenheimstandorte, die im Prinzip das unmöglich machen, was wir dringend brauchen, nämlich die Kerne, die wir jetzt haben, weiterzuentwickeln. Ganz klar, ich spreche jetzt mal für den ländlichen Raum in Anführungsstrichen im Umland von Chemnitz. Dort wohnen in den drei Kreisen rundherum 1 Million Menschen. Die Stadt selbst hat nur 250.000 Einwohner. Das ist ein gewisser Sonderfall. Wenn wir es dort nicht schaffen, den ÖPNV so stark zu machen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben alle Parteien im Chemnitzer Stadtrat, außer uns Grünen, letztens einen Bärendienst den Menschen im Umland erwiesen, indem sie ein Busbahnhofprojekt im Rahmen der Haushaltsverhandlungen beerdigt haben. Das kann nicht funktionieren, so kommen wir bei der Verkehrswende nicht voran und schaffen nicht wirklich eine Anbindung. Lebendige Räume, Bäder, Springbrunnen, alles, was Menschen lebendig macht, Teiche, wiederbeleben. Wir machen sowas bei uns in der Ortschaft Grüner ganz konkret. Und ich nehme wahr, wo Menschen mitwirken dürfen, fühlen sie sich auch beheimatet und wollen auch dort bleiben. Ja, im Unterschied zu den Grünen wollen wir den Menschen die Möglichkeit auf Wohneigentum schaffen. Und das funktioniert oftmals im ländlichen Raum noch zu bezahlbaren Kosten. In den Großstädten ist es schon deutlich schwieriger. Und ich glaube, wir brauchen neben allen weichen Vorteilen, die wir haben, Landschaft, Ruhe, aber auch bei den harten Faktoren Verbesserungen. Das eine ist angesprochen worden, schnelles Internet. Das ist heute einfach wie die Wasserleitung, wie die Straße eine zwingende Grundvoraussetzung, damit sowohl das Leben als auch das Arbeiten im ländlichen Raum funktioniert. Und das zweite ist natürlich Verkehrsinfrastruktur. Wir müssen ländliche Räume viel, viel besser vernetzen. Und das fängt beim ÖPNV an, wo wir weg müssen von diesen starren Linienfahrplänen, wo leere Busse durch das Land fahren, das ist weder ökologisch noch ökonomisch. Sondern wir brauchen mehr Flexibilität, nachfrageorientierte Mobilität. Es kann auch nicht sein, dass wir eine Bahnstrecke Dresden-Görlitz, wo wir uns 2003 mit Polen in einem Staatsvertrag verpflichtet haben, zu elektrifizieren, dass da bis heute nichts passiert ist. Das ist ein Unding. Und ich sage auch dazu, wir brauchen auch die Straße. Die Grünen wollen ja ein Straßenbaumoratorium, wollen keine Straßen mehr bauen. In den ländlichen Regionen ist die Straße ganz entscheidend. Darüber rollt nicht nur der Individualverkehr, darüber rollt übrigens auch der ÖPNV und auch die Rettungswagen. So, ich halte mich mal an die 30 Sekunden. Gut, ja. Laufen. Es geht klar, Infrastruktur, das ist klar, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Aber dann will ich noch sagen, lasst uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich glaube, wenn wir autonome Mobilität einmal nutzen und das als einen neuen Spielraum haben, dann glaube ich, werden wir tatsächlich sehr viel in der, sag ich mal, Schaffung von besseren Lebensverhältnissen erreichen, weil es geht darum, dass wir die Teilhabe ermöglichen und insofern in diese Richtung. Das waren 30 Sekunden. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Viele der Aspekte, die wir angesprochen haben hier immer in der Runde, sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ich möchte da vielleicht nochmal Gesundheit nennen. Ich hatte das jetzt bei mir im Kreis in Coswig, da fällt der Hausarzt weg, dann stehen 1200 Leute ohne Hausarzt da. Das kann es in, das trägt nicht zur Attraktivität vom ländlichen Raum bei. Deswegen fordern wir als Linke auch eine Rückführung des Gesundheitssystems in die öffentliche Hand und dort eben um dort auch eine flächendeckende Versorgung sicherstellen zu können. Ja, vielen Dank für die Runde. Ich würde auch gerne eine Frage aus dem Publikum hier stellen, die sich anschließt an das, was wir diskutieren. Die Energiewende ist in vollem Gange und ich lasse nicht alle antworten, sondern ich würde mich gerne an Herrn Herrmann wenden, weil ich mitbekommen habe, dass zum einen die Grünen besonders ambitioniert noch größere Ziele fordern, sie aber offensichtlich auch aus der Branche kommen. Viele Handwerker, und dazu gehört auch der Herr Link, der Obermeister der SHK-Innung Dresden, fragen sich, ob denn die Versorgungssicherheit gewährleistet ist bei dem Tempo, das wir hier anschlagen. Und wir wissen, bei der Digitalisierung haben wir es nicht geschafft. Warum soll das bei der Energiewende so klappen? Und bleibt denn dann der Strom und die Heizung bezahlbar? Wie wollen Sie das gewährleisten? Die Frage geht nur an Sie. Ja, wie viel Zeit habe ich? Ich gebe Ihnen eine Minute. Weil wenn Sie das gesamte Feld umreißen, ist es, ich fange mal beim Strom an, sehr, sehr wichtig. Ich meine, es gilt erstmal darum, die Realitäten ernst zu nehmen. Und die Realitäten haben uns in Chemnitz ganz arg erwischt. Das Kraftwerk, was eigentlich bis 2029 laufen sollte mit dem letzten Block, wird bereits 2023 abgeschaltet. Der Chemnitzer Oberbürgermeisterin hat dazu nicht ein Wort gesagt bisher, obwohl dort 120 Kraftwerksmitarbeitende unmittelbar betroffen sind. Das zeigt, dass man mit dieser neuen Realität nicht umgehen kann. Was ist dort passiert? Nicht grüne CO2-Bepreisung, die planbar sein soll und entwickelbar sein soll, sondern das Modell der FDP gibt dem CO2 einen Preis, der Rest macht der Markt. Hat gnadenlos das Kraftwerk von hochrentabel in nicht mehr
wirtschaftlich wie geführt. Wie soll Versorgungssicherheit kommen? Komme ich hin. Das Modell ist nicht mehr preiswert. Kohlestrom ist teurer heute als erneuerbare Energien. Wir müssen uns auf den Pfad begeben. Und ich habe selber mit dem Kraftwerksbetreiber selber und mit dem Geschäftsführer der 1 Energie, dem Herrn Warner, haben wir im Ausschuss dort gesprochen. Wir haben dort, was selten passiert, das zur kommunalpolitischen Aufgabe endlich mal gemacht. Und es ist festgestellt worden, das, was dort errichtet wurde im Ersatz, flexible Gasmotoren sind weit, weit versorgungssicherer als die beiden Kohleblöcke, die im Januar, Februar diesen Jahres ausgefallen waren, weil sie so alt waren und weil sie nicht schnell reagieren konnten. Chemnitz stand von Wärmeproblemen. So geäußert vom Herrn Warner, Geschäftsführer der 1 Energie. Preisfrage, preisliche Ebene. Das ist ein bisschen komplexer, deswegen bitte ich um ein bisschen Zeit dafür. Preislich ist es so, dass mittlerweile durch die CO2-Bepreisung, die am europäischen Zertifikatehandel markt, alleine für den Kohlestrom zurzeit 6 Cent pro Kilowattstunde beim Braunkohlestrom in Chemnitz zu zahlen sind. Allein die Zertifikate. Wenn wir wissen, dass die Photovoltaikanlage auf dem Hausdach heute mit 7,5 Cent vergütet wird und große Photovoltaikanlagen deutlich darunter liegen, dann entspannen mittlerweile erneuerbare Energien. Das ist nämlich die Realität. Schon 21 und das wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen. Und wir müssen im Bereich der erneuerbaren Energien vorankommen, auch weil, es ging heute gerade medial, gerade die Automobilindustrie, nach Südwestsachsen gucke ich wieder, fordert von den Zulieferern, und das ist ein hartes Brot, weil wir viel zu wenig gemacht haben dabei, auch die Energiebereitstellung in den Unternehmen der Zulieferer grün bekommen. Das fordert die Industrie. Wir müssen hier uns ehrlich machen, Kohlestrom ist jetzt schon aus und wer den Menschen sagt, der kann es bis 38 machen, der muss mir erklären, warum eine 1 Energie, die eine kommunalpolitische Verpflichtung hat, gesagt hat, nein, es geht nicht mehr, es ist defizitär. Und Herr Pallas, warum sollte ein EPH, eine LEAG, die ganz andere gesellschaftspolitische Verantwortungsebenen sieht, sicherlich, werden Sie mir recht geben wahrscheinlich, warum sollte die bis 38 dran festhalten? Wie wollen Sie das gewährleisten? Wir wünschen uns, dass es geordnet geht, bloß wir müssen uns an der Stelle ehrlich machen, der CO2-Zertifikatehandel auf europäischer Ebene ist nicht mehr rückabwickelbar. Wäre mir etwas neu, dass man ein Marktgeschehen komplett abwickelt. Ja? Gerne, das wäre sehr interessant. Wir hatten jetzt eine Meldung von Herrn Herbst erstmal, dann würde ich sagen, Herr Pallas. Herr Pallas, dann machen wir die Runde zu. Ich glaube, da muss man doch mal etwas dazu sagen, weil das eine ist gewisses grünes Wunschdenken, das andere sind physikalische Gesetze. Und physikalische Gesetze lassen sich auch durch grünes Wunschdenken nicht überwinden. Und wenn sich was gezeigt hat, dass etwas funktioniert, dann ist es genau der Zertifikatehandel, weil der ja verbunden ist mit einem CO2-Deckel, der von Jahr zu Jahr sinkt und darunter der Markt die Innovation antreibt und dort gespart wird, wo es am kostengünstigsten ist und nicht dort, wo es am teuersten ist. Das ist doch der Punkt. Wenn wir eine Tonne CO2 einsparen wollen, macht es doch keinen Sinn, wenn wir dafür 1.000 Euro in die Hand nehmen, wenn wir den gleichen Effekt für 50 Euro erreichen könnten. Und das ist der Sinn des Zertifikatehandels, wo weltweit immer mehr Länder sich anschließen. Und was Sie zur Braunkohle gesagt haben, da kann man sich ganz vieles wünschen. Aber Fakt ist, wenn wir uns das erste Halbjahr anschauen, die LEAG hat eine riesengroße Strommenge verkauft. Warum ist das so? Weil wir eine Windflaute hatten. Weil wir uns eben als Industrienation nicht allein auf Solar und Wind verlassen können. Wind ist wetterabhängig und solange wir keine Speichermöglichkeiten in Riesengrößenordnung haben, die haben wir momentan nicht, solange sind wir darauf angewiesen, dass wir Strom zuverlässig produzieren, dass Strom regelbar ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine zuverlässige Stromversorgung haben, dass sie bezahlbar ist. Wir haben heute die Rekordstrompreise in Europa und Teil des Problems ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was uns jedes Jahr weit über 25 Milliarden Euro kostet. Die erneuerbaren Energien werden subventioniert, nicht die Braunkohle. Ja, ich wurde angesprochen zum Kohlekompromiss und ich bin schon erstaunt, wie mit welchen Tricks die Grünen hier sozusagen im Wahlkampf plötzlich agieren, wo es eng wird. Sie wissen sehr genau, dass der Kohlekompromiss sagt, Ausstieg bis 38 und nicht Ausstieg 38. Das bedeutet, ab dem Punkt, wo es für die Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist, werden die auch eher aussteigen. Wir werden das in den nächsten Jahren erleben, dass erste Kraftwerksblöcke vom Netz genommen werden, weil es auch möglich ist, weil wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren ja nicht erst jetzt anfangen, sondern bereits fast die Hälfte des Bedarfs über Erneuerbare decken. Und insofern ärgere ich mich da ein bisschen, weil ich glaube, das haben Sie gar nicht nötig, mit solchen Tricks zu arbeiten. Wichtig ist mir als Sozialdemokrat, dass wir diesen Kompromiss nicht aufmachen. Wir haben einen Kompromiss geschlossen, einen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss zum Kohleausstieg. Wenn der jetzt aufgemacht wird, wie Sie wollen,
dann ist alles wieder offen. Was wir aber brauchen, ist Planungssicherheit und einen klaren Pfad, wie wir zur Klimaneutralität kommen. Das legen wir als SPD vor, im Gegensatz zu Ihnen. Also ich bitte mal antworten dürfen, weil waren wirklich grünes Wunschdenken und so eine Dinge, dass ich da rumtricksen würde. Muss ich bitte mal antworten? Ja. Ja? Also ich möchte Folgendes darauf nur antworten. Herr Ballas, das ist schön, dass die SPD mittlerweile die Äußerung, die vom Umweltminister Wolfram Günther schon lange auch getätigt wurden und die Betonung, es ist das späteste Datum und wir sehen es genauso. Wir möchten nicht irgendwas vorgeben, wir brauchen es nicht vorgeben, weil der Zug rollt, der in Chemnitz angekommen ist mit dem Ausstieg, mit dem Ende der Kohle bereits 2023, der wird sich auch verlässlich deutlich eher geben. Wir müssen den Menschen jetzt rein Wein einschenken und müssen jetzt endlich vorankommen und nicht den Menschen erzählen, da sind wir sehr beieinander, dass die Erneuerbaren weitere Preistreiber sind. Die sind es eben jetzt nicht mehr. Und ich bin bei Ihnen, wir werden mit den Möglichkeiten der erneuerbaren Energien jetzt, nachdem die preisliche Entwicklung unbeschreiblich positiv verlaufen ist, bei Wind- und Sonnenstrom, jetzt zur Preissenkung und zur Stabilisierung der Kosten beitragen. Was wir momentan haben, ist an der europäischen Strombörse insgesamt gehandelt, nicht nur in Deutschland, sondern genauso in Polen und Frankreich ein extrem hohes Preisniveau. Und was jetzt nicht passieren darf, und das sage ich ans Handwerk, ich hatte mich mit dem Verband der Chemieindustrie unterhalten und ich habe Unterlagen vorliegen, die Industrie fordert zurzeit einen Industriestrompreis, der weder Sie als Handwerk noch uns als Normalverbraucher erreichen wird. Was wollen Sie tun? Die Industrie wünscht sich, und Herr Herbst, wahrscheinlich geht es auch in diese Richtung, dass Sie dort viel Richtung Grün schieben, 8 Cent einkaufen zu dürfen. Und der Staat möge bitte, und da frage ich mich, auf wessen Kosten, wahrscheinlich wieder auf Ihre Kosten oder auf unsere als Normalverbraucher, dass der Staat auf 4 Cent runter subventioniert. Und da sage ich, nein, nicht für 8 Cent einkaufen, sondern für 5, 6 Cent, wofür Sonne und Windstrom in diesem Land bereits jetzt erzeugbar sind. Das muss die Lösung sein. Also ich würde an der Stelle jetzt mal reinhaken, wenn Sie gestatten. Das genügt. Ich glaube, ich würde einfach bei den Positionen des Handwerks hier nochmal bleiben. Es verspricht ja, interessant zu werden in der nächsten Legislaturperiode. Ich hoffe auch, dass es lösungsorientiert wird. Wir brauchen seitens des Handwerks A, die Versorgungssicherheit, B, die Bezahlbarkeit, da reden wir jetzt über die Centbeträge sicherlich auch in der Kalkulation, da erwarten wir auch, sage ich mal, dass dort entsprechend natürlich die Politik auch dafür sorgt, dass diese Bezahlbarkeit gegeben ist. Ja. Wir haben das Thema, dass wir diese Beschlusslage haben zum Ausstieg, wir haben zum Thema Klimaschutzgesetz eine entsprechende Rechtsprechung gehabt. Das passt auch übrigens mit diesen Kompromissen zeitlich nicht mehr zusammen. Das werden Sie in der nächsten Legislaturperiode zu klären haben, weil der eine sagt, mach mal ein bisschen eher Schluss per Urteil. Die anderen sagen, kann auch ein bisschen laufen. Ich glaube, dort wird es die Antworten geben. Und wir erwarten ganz einfach als Wirtschaftsbereich Handwerk mit unseren Unternehmen, mit unseren Beschäftigten, mit unseren Arbeitsplätzen hier vor Ort, dass wir eine Planungssicherheit haben und dass wir wissen, was auf uns zukommt. Und am Ende des Tages, glaube ich, erwarten das aber auch die Menschen insgesamt, nicht nur die im Handwerk Beschäftigten und dort Tätigen. Kommen wir zurück zu zwei Fragen. Und das andere Thema, Herr Herbst hatte vorhin angesprochen, die Physik. Da gibt es das Thema Zeitdilatation und wir kommen jetzt in die Längen. Insofern würde ich jetzt einfach mal darum bitten, dass wir noch ein bisschen die Schlagzahl erhöhen bei den Antworten. Wir haben zwei branchenspezifische Fragen. Die eine lautet, was soll getan werden, um den Holzbauanteil letzten Endes beim Bauen zu erhöhen? Das ist vom Herrn Zimmermann, stellvertretend Obermeister der Zimmerer, gekommen. Da haben Sie die Möglichkeit, darauf zu antworten von Ihnen, wer möchte. Ich würde aber auch hier darum bitten, die 30 Sekunden. Und wenn Sie die Ambition haben sollten, Herr Herrmann, zu antworten, hätte ich auch gerne noch eine zweite Frage, wo Sie nur mit einem Wort antworten, nämlich oder mit einer kurzen Idee, nämlich die Frage, wie stehen die Grünen dann mit dem Thema Einfamilienhäuser in Großstädten? Werden die noch möglich sein? Und da können Sie einfach mit Ja oder Nein dann antworten und alle anderen bitte 30 Sekunden dazu sozusagen. Ja, wer will anfangen? Ja. Bitte. Kann ich beides tun. Einfamilienhäuser fange ich an. Wir haben so viel Brachflächen in der Stadt, bei uns in Chemnitz beispielsweise und ganz vielen anderen Kommunen, wo auch von der Struktur her schon Möglichkeiten bestehen. Und wir müssen allein schon auch, um die Infrastrukturkosten im Rahmen zu halten, in einer insgesamt schrumpfenden Region runterkommen mit der weiteren Versiegelung von grüner Wiese. Und sonst kriegen wir nie unsere wunderschönen Brachen entwickelt. Da gibt es Standorte, Wandererwerke bei uns, Braustolz, Brauerei in Chemnitz und gibt es sachsenweit. Dort besteht die Möglichkeit für junge Familien, meist wunderbar, auch strukturell angebunden, Nahverkehr, alles da. Dort wollen wir auch das Augenmerk drauf legen und sind keineswegs dagegen, Eigenheime für junge Familien zu bauen. Und die machen sie auch mit Holzbau und dann
Die anderen, Holzbaufrage. Holzbau steht im Koalitionsvertrag drin als Ziel. Leider ist es uns Grünen nicht gelungen, viele Dinge, oder manche Dinge, unter anderem auch die Reduzierung der Flächenversiegelung, auch mit Instrumenten zu beschreiben. Und wenn Sie im Koalitionsvertrag keine Instrumente haben, gilt es jetzt darum, zur Hälfte der Legislatur nachzuschärfen, zu gucken, ob wir das mit Instrumenten untersetzen müssen, weil wir müssen dort vorankommen. Wir machen ja einen neuen Koalitionsvertrag auf der Bundesebene. Die Frage ist, es geht um die Landesebene jetzt. Okay, Herr Pallas. Dann will ich kurz anschließen. Es gibt ein konkretes Instrument, in das ich sehr viel Hoffnung stecke, nämlich das Holzbaukompetenzzentrum. Das war ein Thema, wo wir im jetzt gerade beschlossenen Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen einen echten Schwerpunkt gelegt haben im Regionalentwicklungsministerium, was auch für Bau zuständig ist. Und dieses Holzbaukompetenzzentrum soll sozusagen nicht nur Technologietreiber sein, neues Wissen erzeugen und auch Wissen vermitteln zum Thema Holzbau, sondern auch die Branche an diesem Thema besser vernetzen, damit es praktisch mehr wird. Genau. Vielen Dank. Herr Herbst. Ja, ganz kurz, ich glaube, die Forstwirtschaft ist ein sehr gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, weil man da über Generationen denkt und deshalb ist die Nutzung von Holz für Bauzwecke sinnvoll. Ich glaube, die öffentliche Hand kann da einfach vorangehen. Pilotprojekte zeigen, wie es funktioniert und wenn es funktioniert, werden andere mit Sicherheit folgen. Herr Reiche. Wir brauchen letztlich wirklich ein Kreislaufwirtschaftsgesetz am Ende des Tages. Und dann wird auch das Thema des Holzbaus, glaube ich, noch mal stärker betont. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Eine Vereinfachung im Bereich der Bauordnung wird auch dazu führen, dass es mehr Experimentiermöglichkeiten für den Holzbau gibt. Da sind wir gerade dran. Das wird in Sachsen passieren. Also vielen Dank. Ich denke, die Fragen haben durchaus noch mal ein paar Einblicke gewährt. Wir kommen zu einem letzten Themenkomplex. Es geht um das Thema Attraktivität des Unternehmertums. Wir haben vorhin schon an unterschiedlichen Stellen die Frage gehört, wie geht es weiter? Wie wird der Generationswechsel gestaltet? Haben junge Leute noch Lust darauf, Unternehmer zu werden? Und den ersten Aufschlag dazu macht unser Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Südsachsen, Gunter Arnold. Viele Handwerksbetriebe haben Sorge, einen Nachfolger zu finden. Woran liegt das? Wir haben damals, wo wir angefangen haben, das aus der Spaß an der Freude gemacht, am Werkeln, am Handwerk. Heute gibt es auch noch viele junge Leute, die gerne einen Betrieb übernehmen wollen, aber die sehen diese Doppelbelastung, die Dokumentationspflicht, diese ganzen Sachen, die da rechts und links am Handwerksbetrieb noch mit dranhängen. Und das macht das Ganze unattraktiv. Sie werden dadurch in eine Arbeitszeit von 10 bis 12 Stunden sich stürzen müssen, während den Arbeitnehmern suggeriert wird, nur noch 7 Stunden arbeiten zu müssen. Das kann natürlich so nicht sein. Deswegen, wenn wir hier beim Handwerk bleiben wollen, unsere Forderung, wir brauchen also eine Entbürokratisierung, eine Steuerreform und, was auch nicht zu verachten ist oder zu vergessen ist, eine Rentenreform. Tja, früher haben sich Menschen teilweise selbstständig gemacht, weil sie Angst vor Arbeitslosigkeit hatten oder eben nicht abwandern wollten. Wir sprechen jetzt von Work-Life-Balance. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist nicht mehr Grund, in Selbstständigkeit zu gehen. Was tun wir, dass die rare Spezie des selbstständigen Meisters oder der Meisterin nicht ausstirbt? Wie wollen Sie, liebe Kandidaten, es anstellen, dass die Selbstständigkeit attraktiver wird, dass es überhaupt möglich ist, gute Arbeit mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen herzustellen? Mit dem Blick auf meine innere Sanduhr bitte ich Sie, in einer kurzen Antwort dazu Stellung zu nehmen. Wir beginnen bei Frank Pechel. Ich kann mich eigentlich den Worten von Herrn Arnold nur anschließen. Der hat es sehr deutlich gesagt, wo die Herausforderungen liegen. Und ich gebe ihm recht, mein Opa, der war Handwerker und der hat immer gesagt, lern was Gescheites. Ich habe dann irgendwie Geschichte und Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich hätte ab und zu, denke ich mir auch, hättest du mal was im Handwerk gemacht. Handwerk hat goldenen Boden. Es muss einfach die gesellschaftliche Anerkennung wieder fürs Handwerk da sein. Und was er auch sagte, Leistung muss sich wieder lohnen. Und das muss in der Gesellschaft wirklich so auch gelebt werden. Herr Pallas. Unternehmertum in Deutschland hat eine andere Qualität, also in der Kultur, als in angloamerikanischen Ländern. Die Risikobereitschaft ist hier vielleicht durchschnittlich ein bisschen geringer. Und wenn es dann sozusagen schwierig wird, wenn die Bedingungen der Gesellschaft oder auch global gesehen schwierig sind, sinkt vielleicht die Motivation noch mehr. Auf der anderen Seite
gehen jetzt Probleme bei der Unternehmensnachfolge sicher auch einher mit dem allgemeinen Fachkräftemangel. Das wird sicher auch eine sich gegenseitig bedingende Entwicklung sein. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir es dem Unternehmertum erleichtern, dass wir Wege finden, wie wir vielleicht eine etwas größere Risikofreude, Risikobereitschaft in Verantwortung natürlich haben, wie wir es jungen Unternehmen erleichtern, zu wachsen, sich zu entwickeln, bis sie eine gewisse Sicherheit und Größe erreicht haben. Da passiert schon ein bisschen was, auch im Freistaat Sachsen, aber ich glaube, mit Blick auf die Entwicklung, die wir uns technologisch wünschen, müssen wir beim Thema Startups, Unterstützung von Startups und diese Art von Förderung von Unternehmertum noch eine Schippe drauflegen. Ich würde mich insofern anschließen, dass wir wieder, also dass das wieder eine Anerkennungsfrage ist. Wir stehen mit dem sozial-ökologischen Wandel, den wir als Linkspartei fordern, vor der Umbau, vor einem großen Umbau unserer Gesellschaft. Dieser Umbau unserer Gesellschaft geht ganz zentral um die Materialität der Welt, die uns umgibt. Und diese Materialität, wir haben über Energie, wir haben über Holzbau, wir haben über Strom gesprochen. Das sind Dinge, da ist das Handwerk in ganz vielen Punkten gefragt. Und da müssen wir Leute ertüchtigen, diese Dinge ins Zentrum auch einer gesellschaftlichen Debatte zu stellen, als Politikerinnen und Politiker, und sagen, das sind die Macher, die am Ende diesen Wandel machen werden. Das kann man nicht von oben runter diktieren. Das kann man mit staatlichen Investitionen nachhelfen, diesen Menschen Räume zu erschließen, sichere Märkte zur Verfügung zu stellen. Aber das, dieses schöne und hoffentlich ebene Spielfeld für Unternehmerinnen und Unternehmer muss am Ende von Handwerkerinnen und Handwerkern bespielt werden. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir gerade so eine schöne Sonntagsrede gehört und am Ende kommt heraus die nächste Dokumentationspflicht. Und hinter dieser Dokumentationspflicht steht vor allem eins: Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem Unternehmer, den muss man kontrollieren, denn er will ja eigentlich nur Gewinn machen, Übergewinn oder was auch immer. Und ich glaube, wenn wir an diesem Grundübel, in all dem, wie wir letztlich Kontrollen und Dokumentationen machen, nichts ändern, dann werden wir, glaube ich, auch nicht Unternehmertum attraktiver machen. Und hier müssen wir unbedingt ran. Dazu gehört auch, dass wir nicht immer private Träger von irgendetwas verteufeln, sondern dass wir sie anerkennen dafür, dass sie tun. Konkret in diesem Bereich sollten wir bürokratiefreie Räume für Neugründungen schaffen. Da gibt es auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Wir müssen an die Arbeitszeitmodelle ran. Wir müssen natürlich auch bei dem Thema Renteneintritt heran. Wir müssen einfach mehr Experimentierraum für die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer geben. Und dann wird es auch mehr Freude am Arbeitgebertum und am Unternehmertum geben. Ja, ich stimme meinem Vorredner zu. Ich frage mich nur, warum die Bundesregierung mit einer CDU-Kanzlerin, mit einem CDU-Wirtschaftsminister 4 Jahre genau das Gegenteil gemacht hat. Und ich komme selbst aus einer Handwerkerfamilie. Mein Opa, Bäckermeister, der hätte sich nie etwas anderes vorstellen können, als diesen Beruf auszuüben, obwohl er körperlich enorm anstrengend ist. Der hat das auch weit bis nach der Rente gemacht, weil das für ihn Leidenschaft war. Das war nicht nur ein Beruf, das war echte Leidenschaft. Und ich glaube, ohne Menschen zu haben, die bereit sind, diese Leidenschaft zu leben, zu investieren, ins private Risiko zu gehen, dann haben wir ein Riesenproblem als Gesellschaft, weil wir dann unseren Wohlstand nicht halten werden, weil wir dann keine gut bezahlten Jobs haben, auch keine Ausbildungsplätze. Und ich finde, Politik muss deutlich mehr Wertschätzung genau für diesen Einsatz zeigen. Es kann ja nicht sein, dass wir den Leuten permanent Misstrauen, in Knüppel zwischen die Beine werfen, Bürokratie immer weiter erhöhen. Wir brauchen Wertschätzung. Das fängt übrigens im Schulbuch an, wenn Sie sich angucken, wie da der Unternehmer dargestellt wird, so als gieriger Ausbeuter. Das passt nicht zu meinem Menschenbild, das passt auch nicht zu den Erfahrungen, die ich mit ganz, ganz vielen Handwerkern hier in Sachsen habe. Es geht weiter in die Politik, wenn man hört, dass 98% über das Umverteilen von Geld gesprochen wird, aber nicht um die Frage, ja, wie können wir eigentlich wieder Dinge erwirtschaften, wie können wir Dinge wieder möglich machen. Und es endet sag mal, bei Petitessen wie dem Tatort, dort ist ja der Mördermeister Unternehmer und nicht der Gewerkschaftsfunktionär. Also es gibt eine Menge zu tun und ich glaube, wir sollten alle daran arbeiten, dass wir Menschen motivieren, sich selbstständig zu machen. Das ist die Basis für unser Land, für unsere Zukunft, für den Wohlstand, für unseren, den unserer Kinder und Enkel. Ja, also manche Sachen frage ich mich gerade, wo die herkommen, wie die Schulbücher aussehen, die Sie lesen. Ich denke, das ist ein bisschen plattitüdenhaft, das müssen wir nicht tun. Wir reden hier wirklich, versuchen sachgerecht zu reden und uns zu unterhalten, um Lösungen zu finden und nicht um uns Plattitüden an den Kopf zu werfen. Und ich habe mich aber übrigens auch, Herr Dr. Reichel, gerade gefragt, wer denn hier 16 Jahre federführend regiert hat, dass das hier so gekommen ist. Ich habe gerade gedacht, die Linke hätte 16 Jahre regiert, dass die Situation so ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja,
Wir müssen dort ran. Und das Beispiel 16% Mehrwertsteuer zeigt doch, dass Sie im Wesentlichen eins gemacht haben. Sie haben den Großindustriellen geholfen, die natürlich auch ein paar große Autos besser verkaufen konnte. Und die ganze Branche der Kleinen musste dort mit drunter leiden und musste diese Regelungen, die im Steuerrecht noch Jahre nachwirken würden, mitmachen. Und das ist leider kein Einzelfall. Und wir haben schon mal, Herr Herbst, wir haben schon mal gesessen bei der DEHOGA zum Beispiel. Und da haben wir auch schon mal festgestellt, durchaus. Und ich muss sagen, wir haben sehr viel Sympathie gefunden, auch für die Beschreibung, dass wir nicht sagen dürfen, die Gastronomie oder die Reisegewerbe und auch nicht die Handwerkerschaft oder der Mittelstand. Der Handwerker ist meist kleinteilig strukturiert in Sachsen, mehr noch als anderswo. Und der ist in der Tat nicht der Gewinner dieser Politik der letzten 16 Jahre und maßgeblich auch der Mitregierungszeit der FDP. Denn die großen Bevorteilungen, die auch als Großes einfacher haben, und das war zum Beispiel in die Hoga, wo wir am Leipziger Hotel gesessen haben, denen ging es gut. Die mussten nichts nachhaltig tun. Die hatten nicht mal eine Ladestation vor der Tür, obwohl es ein Riesenhotel war. Die hatten nicht mal einen ordentlichen Fahrradständer gehabt dort. Aber der kleine Hotelbetrieb, der kleine Gastronom im Erzgebirge, nennt sich Schachtelhalm, ein Stück oberhalb von Zwönitz, der leidet schon jahrelang unter der Konkurrenz der sehr Großen, die im Prinzip auch bei der Politik in der Bundesrepublik nicht besser gestellt worden, sondern die Kleinen waren die gewesen, die zahlen mussten, die es schwierig hatten. Und wenn jetzt noch hinter dem der Wald stirbt, wird es bei dem noch schwieriger. Und in solchen Situationen sind sie teilweise auch. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ja. Auch große Unternehmen und werden besser gestärkt. Und wir möchten mit den Kleinen weiterarbeiten. Eine Frage der zeitlichen Gerechtigkeit für alle. Liebe Handwerkerinnen und Handwerker, Sie haben die Frage noch in Erinnerung. Es ging darum, wie soll es attraktiver werden, dass jemand sich selbstständig macht? Ich erinnere daran, dass Sachsen Lehrer verbeamtet hat. Nicht, weil es staatlich notwendig ist, sondern weil man sonst keine Lehrer gefunden hätte im Wettbewerb. Was machen wir, wenn uns in 10 Jahren nicht mehr genügend Meisterinnen und Meister zur Verfügung stehen, die sich selbstständig machen? Verbeamten werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können. Also deswegen nehmen Sie das mit. Momentan haben wir in Sachsen 57.000 Handwerksbetriebe. Wir haben Leute, die ins Risiko gegangen sind. Und wir werden eine Eröffnungsbilanz machen. Wie viele Familienbetriebe haben wir am Anfang der Legislatur? Und wir werden dann jährlich einfach zählen, wenn Sie in einer Koalition sind. Wir sind in der Schlussrunde angekommen. Und wir wollen Ihnen noch mal jeweils 30 Sekunden geben. Sie können ein bisschen nachdenken. Vorher noch, was Sie den Wählern jetzt an Wahlversprechen oder an Gründen noch mitgeben wollen, warum Sie gewählt werden wollen. Und aus Gründen der Gerechtigkeit würde ich bei den beiden Herren anfangen, die nicht als Kandidaten zur Verfügung stehen, damit die anderen, die Kandidaten, die sich hier dem Kreuzfeuer gestellt haben, das gebe ich zu, sich noch ein kleines bisschen überlegen können, wie sie sich gern darstellen wollen. Wir beginnen also bei Herrn Peschel. Welches Wahlversprechen wollen Sie abgeben? Also ich möchte gar kein Wahlversprechen abgeben. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass auch im nächsten Bundestag viele AfD-Abgeordnete Handwerker sind, Unternehmer, Selbstständige, und die kennen ihre Sorgen und werden sich dafür weiterhin einsetzen. Und auch wenn bislang alle AfD-Anträge abgelehnt worden sind, kämpfen wir weiter, weil wir der Garant für die soziale Marktwirtschaft sind. Und das muss man ganz offen und ehrlich sagen, ohne das Handwerk gibt es kein Wachstum und gibt es keine so große Anzahl an sicheren Arbeitsplätzen. Unser Land steht vor sehr großen Veränderungen. Wir sind am Beginn eines Jahrzehnts, in dem wir den Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, die Digitalisierung ausnutzt, die klimaneutral agiert, gehen müssen. Das ist ein Weg, der uns alle betreffen wird. Die Menschen mit viel Geld, die Menschen mit ein bisschen Geld und die mit wenig Geld. Unternehmer, Angestellte, Alte, Junge. Die Jungen müssen ein bisschen länger mit unseren Entscheidungen leben. Darum ist es so wichtig, dass wir bei all den Entscheidungen und den Bedingungen, die wir da verschaffen müssen, die ganze Gesellschaft im Blick haben und nicht nur eine Gruppe. Ich finde deshalb gut, dass Olaf Scholz als Spitzenkandidat der Sozialdemokratie bei dieser Bundestagswahl ganz klar macht, dass er diese Hauptaufgaben gerecht, sozial gerecht, aber sehr konkret angehen will und dass die SPD auch sehr konkrete Vorschläge, wie wir uns auf diesen Pfad begeben, macht. Und deswegen sage ich Ihnen, es lohnt sich mal genau hinzuschauen ins Zukunftsprogramm der SPD. Und ich glaube, da finden auch Handwerkerinnen und Handwerker etwas für Sie, für sich. Danke. Ja, damit sind wir bei den Kandidaten, die nicht nur für eine Partei, sondern auch für sich selbst werben müssen. Warum sollen wir Sie und Ihre Partei wählen? Meine Partei hat für diese
Wahl eine große Frage. Und diese große Frage ist, wer zahlt die Krise und wer zahlt die Transformationen, vor denen wir stehen? Unsere Antwort darauf ist ganz deutlich, das darf nicht auf den Schultern der kleinen Leute landen. Und zu den kleinen Leuten gehören auch viele Handwerkerinnen und Handwerker, die hier nicht in dem, wie man es sichtbar in den Dienstleistungen gehabt hat, aber genauso wie alle anderen den Laden am Laufen gehalten haben, zum Teil nicht arbeiten durften, ökonomisch geschädigt worden sind. Meine Partei möchte, dass die kleinen Leute, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, jeder bis 6.500 bei der Einkommensteuer besser gestellt wird. Das ist Geld, was in die Hände von Menschen fließt, die ihr Geld bei Ihnen ausgeben oder Sie sind es selber. Ich denke, das ist ein ganz guter Grund, uns zu wählen. Vielen Dank. Ja, Armin Laschet steht ja für das Thema Entfesselungsjahrzehnt. Er hat das auch in Nordrhein-Westfalen, denke ich, sehr gut bewiesen. Ich persönlich, für mich ist das sehr wichtig, dass ein Abgeordneter nicht nur alle 4 Jahre sich mal rechtfertigt für das, was er gemacht hat, sondern das eigentlich jeden Monat tut, so wie man es auch als Unternehmer jeden Monat tut mit seiner Bilanz. Deswegen ist mein Ziel tatsächlich einmal im Monat auch einen konkreten Vorschlag gemeinsam mit Ihnen hier zu entwickeln und dann zu sehen, wo hakt es konkret, weil wir müssen konkret reden und dann können wir auch konkret Dinge voranbringen. Und da können Sie mich wirklich beim Wort nehmen. Ja, Leistung muss sich lohnen aus Sicht der Freien Demokraten. Das gilt eben auch für Unternehmer. Wer ins Risiko geht, wer mehr arbeitet, der muss etwas davon haben, weil sonst haben wir keinen Leistungsanreiz in unserer Gesellschaft. Wir haben ja jetzt alle erlebt, dass nach diesen 4 Jahren das Land irgendwie politisch ermattet ist. Wir sind überbürokratisiert und unterdigitalisiert. Und deshalb kann es kein weiter so geben. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Was heißt das für uns? Ganz konkret Entlastung, Entfesselung, Investition, entlasten bei den Steuern, entfesseln bei den bürokratischen Lasten und investieren beispielsweise in digitale Infrastruktur und eine intelligente digitale Verwaltung. Das ist, glaube ich, ein guter Grund, die Freien Demokraten zu wählen. Und wir sind, glaube ich, die Einzigen, die eine ganz klare rote Linie ziehen. Mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Und Herr Herrmann. Selbst als Unternehmer, als Ortschaftsrat und Stadtrat möchte ich diesen Basisbezug behalten. Ich werde die 4 Jahre im Bundestag, wenn ich dann gewählt werde, dazu nutzen, meine Ortschaftsratstätigkeit fortzusetzen, um den Basisbezug gerade zum örtlichen Handwerk zu erhalten, im Stadtrat weiter dabei zu sein, um zu wissen, was auf der Bundesebene genau für diese unteren Ebenen wichtig ist, anzupassen und zu ändern. Wir möchten, und das ist vollkommen korrekt, die Wirtschaft, das Handwerk, die Gesellschaft insgesamt steht vor einschneidendem Strukturwandel. Wir haben vorhin ein paar Sachen zum Thema Energie, aber auch anderswo diskutiert. Wir müssen die Dinge und möchten die Dinge mit Ihnen gemeinsam angehen, anpacken. Und ich bin überzeugt, aus der Historie heraus hat sich Sachsen, das Erzgebirge, aber andere Regionen ganz genauso immer dann entwickelt, wenn es sich neu wieder geöffnet hat und dass er Chance gesehen hat. Noch nie war man im Beharren im Prinzip erfolgreich. Das möchte ich wieder aufgreifen mit Ihnen zusammen und Ihre Dinge mitnehmen nach Berlin. Vielen Dank an Sie in der Runde. Wir sind am Schluss unseres Wahlforums. Wir danken den Kandidaten und den Parteivertretern. Danke, dass Sie zu uns zum Handwerk gekommen sind. Wir danken aber auch unseren Gästen im Saal, den Zuschauern im Livestream und natürlich unserem Jazzgitarristen Frank Schlüter, der den Abend musikalisch eröffnet hat und auch natürlich nachher beschließen wird. Ich darf offiziell mitteilen, meine Wahlentscheidung ist gefallen. Ich wähle Herrn Dittrich, aber nur fürs Fazit. Ja, liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben hier in der Runde viel über Wertschätzung gesprochen. Und ich habe wahrgenommen, dass man sich zwar in den Inhalten stark auseinandergesetzt hat und in vielen Punkten keine Einigkeit so hat, aber man ist wertschätzend miteinander umgegangen. Das wollen wir als Handwerk so und ich gebe das auch nochmal an Sie, dass wir Ihnen danken, dass Sie sich auf das Format eingelassen haben und die Zeit aufgebracht haben. Wir werden die Parteien, die gewählt werden, die Kandidaten oder die dann Abgeordneten, natürlich messen an den Dingen, die wir uns unterhalten haben. Und wir werden dranbleiben an den Themen des Handwerks. Das Handwerk ist eine stabilisierende Säule der Wirtschaft und der Gesellschaft. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wir sind systemrelevant. Wir haben gearbeitet, auch als der Bundestag nicht gearbeitet hat. Setzen Sie sich für das Handwerk und die Betriebe und deren Belegschaften ein. Denken Sie darüber nach, welche Gesetze Sie machen und was das für einen Betrieb mit 5 Mitarbeitern im Handwerksbetrieb eigentlich in der Umsetzung bedeutet.
Liebe Kandidaten, ob Sie nach dem 26.09. regelmäßig in den Bundestag gehen können, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Sie jederzeit herzlich willkommen sind bei Ihrem Handwerker vor Ort, auch um zu diskutieren und gute Wege für die Gesellschaft zu suchen. Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen, wenn Sie mit mancher geäußerten Position mehr oder auch weniger einverstanden gewesen sein sollten, Sie haben die Wahl. Nutzen Sie sie. Es ist auch unsere demokratische Pflicht, sie wahrzunehmen. Gott schütze das ehrbare Handwerk. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Thank you.